Einen wunderschönen herzlichen guten Abend zur neuen Folge Rage of Empires, zur großen Weihnachtsedition der letzten Folge dieses Jahres. Es wird fantastisch. Gleich geht's los nach nur einem Spot. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Herzlich willkommen zu Rage of Empires, eurer Lieblings-Age of Empires-Show hier auf Rocket Beans TV. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen. Natürlich bin ich heute nicht alleine im Studio. Bei mir sind natürlich Mara und Donny. Und Marco ist heute hier. Tatsächlich bin ich heute alleine. Heute, in der besinnlichsten Zeit, in der die Familie mal enger zusammenrückt, in der man wirklich weiß, dass man hier bei Rage of Empires und bei Rocket Beans TV nicht nur Freunde, Kollegen, sondern auch Familie gefunden hat, da werde ich alleine gelassen. Marco verspätet sich, kommt in 10 Minuten vorbei, der ist, hat hier noch schönen Eierlikör sich hinter die Birne geballert. Donny und Mara können heute nicht da sein, das heißt, Marco und ich machen heute eh alleine, aber er ist gerade noch auf dem Weg. Und ich weiß nicht, wo er ist, aber vielleicht noch ein paar Last-Minute-Geschenke besorgen. Ansonsten machen wir heute so eine kleine, Marco und ich rücken ein bisschen näher zusammen. Wir machen ein kleines paar Spielchen. Bevor er allerdings kommt, gehe ich einfach in ein kleines Spielchen rein. Ich spiele auch mal alleine. Ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie mein Mojo langsam verliere. Deswegen gehe ich gleich rein. Ich habe gerade ein Spiel gefunden online gegen Fugo. Leute, ich würde sagen, let's go. Wir gehen einfach mal in ein Spielchen rein. Wir machen einfach mal ein kleines Spielchen auf. Fugo ist am Start. Ich weiß nicht, wer Fugo ist. Das werden wir noch lernen im Laufe des Spiels hoffentlich. Und los geht's gegen Fugo. Ja, es geht los mit Fugo. Ich spiele random auf Arabia. Schöne 2-Spieler-Map zum Einspielen. Oh, und ich bin Spanier! Ah, Fugo! Fugo, mein Lieber! Das wirst du noch bereuen, dass du in dieses ominöse Multiplayer-Spiel gegangen bist, mein Lieber. Fugo! Schön random Sith. Los geht's, mal wieder die guten alten Spanoletten am Start, überhaupt kein Problem. Freut mich, dann wird's ein kurzes Spiel. Kurzes, leichtes Spiel, überhaupt kein Problem, Freunde. Wir machen mal die Basics, ja, bisschen scouten. Währenddessen hier so lecker Schafe gefunden, wunderbar. Hier ist auch mein Schwein schon am Start. Arabia kennen wir ja alle überhaupt. Ups, okay, alles. Oh, was ist das denn für ein Fucker? Alles wunderbare Sachen. Und es geht schon los. Quatschvolk, schreibt Fugo. Tatsächlich Wahnsinn. Ich habe ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, ohne irgendwas anzukündigen, einfach ein Spiel geöffnet. Und es kommt jemand rein und es ist ein Rage of Empires Zuschauer. Ich habe mir aber das Gefühl, die Age of Empires Community besteht zu 80% aus Rage of Empires Spielern. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also, natürlich Spanier. Er wird jetzt natürlich schon grob wissen, was ich mache, ne? Als Spanier. Erwartbar. Aber ich mach's trotzdem. Und ich kann sonst nichts. Und deswegen werde ich natürlich das. Alter, das ist das dritte Mal passiert, dass das Schaf genau in dem Moment kaputt war. Das ist immer ein bisschen Pech. Aber das kriegen wir hin. Also, wir versuchen es mit einem Wall in Fast Castle. Müssen jetzt natürlich erstmal gucken, ob wir hier eine vernünftige Map haben. Buscar. Und ja, haben wir schon unser Schwein. Ein Schwein haben wir schon gefunden, das hier hinten. Das zweite Schwein fehlt noch. Mal gucken. So, Buscar, ansonsten Bildorder alles normal. Ein Name fehlt noch. Und jetzt holen wir uns das Schwein bei 12. Wo ist das zweite Schwein? Ich muss auch mit Schaf ein bisschen mehr scouten. Ich bin so ein bisschen faul geworden in letzter Zeit, habe ich gemerkt. Und ja, wir wissen nichts über Fugo. Es ist ein mysteriöser Spieler. Buscar. Oh shit, das dauert zu lang. Jetzt mache ich dann doch Loom. Ey, man darf auch nicht zu stolz sein, einfach mal Loom zu machen.
Ja, das ist einfach die falsche. Aha! Wer kommt denn da, Herr Giesel? Guten Abend, auch noch den Weg gefunden. Freut mich ja für Sie. Du könntest mich direkt mal live coachen, wenn du möchtest. Das mache ich sehr gerne. Ich komme mal erstmal an. Ich spiele hier gerade ein kleines Spielchen gegen Fugo. Gegen wen? Gegen Fugo. Ach so. Jetzt auch Fugo. Und braucht natürlich ein Haus. Die Frage ist, wir müssen jetzt schon mal den Wall-In so ein bisschen planen. Das ist natürlich denkbar schlecht. Doch klar, natürlich. Alter, ich wall doch rein, Mann. Ich wall mich rein. Passt deine Strategie der Map an. Ja, aber keine wallbare Map. Aber ich will doch. Du wollst nicht, nein. Aber ich will doch schön die Conquistadore. Nein. Aber du bist Spanier? Ja, sicher. Ja, dann brauchst du keine Conquistadore. Ja, aber zufällig. Ich war zufällig Spanier. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ja? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zufällig Spanier zu werden? Marco G., wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zufällig Spanier zu werden? Ich wette gerade. Erstmal. Wo ist mein zweites Schwein? Ich mag den Scouting-Weg nicht. Der ist viel zu weit weg. Bleib näher am PC. Okay, mein zweites Schwein ist gerade weg. Hatte ich das nicht schon? Entschuldigung für die Verspätung, auch lieber Chat und liebe Regie. Und alle. Aber du glaubst nicht, was ich gerade hinter mir. Wo ist mein Schwein? Das ist egal. Ja, ich muss mich jetzt gegen Fugo konzentrieren hier. So, ich 16. Ja. Dankeschön. Danke so, dir. Ich mache jetzt traditionell noch einen auf Holz, weil ich muss jetzt gleich mein Wall. Wie viel hast du auf Holz jetzt? Jetzt habe ich auf 5 auf Holz. Wieso? Nein. Doch, damit Nein, ich Wall du willst bauen keinen kann. Wall bauen, ja, aber hallo, will ich einen Wall. Da kommen die Du kannst, wo willst du wollen? Zeig mir jetzt, ja, wo du wollen willst. Das ist tatsächlich ein bisschen kritisch. Aha. Wie viel hast du auf Bären? 3. Wir gehen jetzt Wieso auf hast Felder. Du nicht 4 auf Bären? Jetzt hast du 6 Weil auf Holz. Ich einen auf Holz habe. Du hast gerade 6 auf Holz gehabt. Den da oben. 5. Ja, der oben war jetzt gerade am Holzcenter. Ja, der kloppt das doch weg. Für ästhetische Zwecke. Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, was ich jetzt machen soll, weil mir mein Schwein fehlt. Hallo, Chat. Ach Gott. Konstruiere. Erst klaut mir jemand mein Drive Now. Dann, was? Dann wollte ich schon laufen. Dann dachte ich mir, nee, das regnet ja in Strömen. Ich bin noch nicht bescheuert. Wollte mir ein anderes Drive Now nehmen. Bin dorthin gelaufen und habe dann gemerkt, okay, meine scheiß Reservierungs-App hat das gar nicht reserviert. Und es wurde mir auch weggenommen, das Auto. Dann bin ich wieder losgelaufen und wollte mir ein Taxi nehmen. Und weißt du, was passiert ist? Der Taxifahrer hat mich nicht gefunden und diese Reise storniert. Und ich sehe so, hä? Da war doch ich noch unterwegs. Jetzt habe ich mir einen anderen Taxifahrer genommen. Der war sehr nett. Aber es ist auch auf jeden Fall sehr viel los auf den Straßen Hamburgs. Das ist lächerlich, Mann. Ach Gott. Mara ist wahrscheinlich auch im Chat und wird natürlich jetzt. Ja, da ist er doch. Da habe ich doch gerade. Mara wird schön abroffeln. Ja, ja, die roffelt mal wieder. Ah. So, was mache ich gegen Fugo? Der Angriff wird natürlich früh kommen, wahrscheinlich. Ich baller jetzt einfach mal schön viele Felder. Du hast 22. Wie viele Dorfbewohner hast du in der Schleife? Einen. Wie viele willst du bauen? Ja, noch ein paar. Wie viele sind ein paar? Das ist mein Schwein! Soll ich dir sagen, wo es ist? Da ist es. Hier. Also, beziehungsweise da unten. Kannst du auch nochmal hier suchen. Oh, ja, wieso willst du immer Fast Kasse spielen? Weil ich schön die Kongoletten will. Ja, aber das ist durchschaubar, Florentin. Wir spielen jetzt gleich auch ein 1-on-1, ne? Was denn? Wir haben doch gestern auch ein schönes 1-on-1 gespielt. Ja, okay. Ja, können wir doch heute auch das spielen. Das ist ein bisschen. Wieso? Das ist wie so eine Ach, gestern war es in Ordnung und heute ist es ein bisschen. Was scoutest du denn jetzt den Ball? Du hast doch gesagt, ja, dass da! Ich das scouten soll. So, jetzt habe ich kein fucking nicht Fleisch an. Mehr. Fleisch? Also keine Fleisch. Wie viele Dorfbewohner hast du in der Schleife? Ah, da ist mein Schwein. Ja, da, wo ich es gesagt habe. Jetzt hör auf, alle Dorfbewohner dorthin zu schicken. Und der Kranke baut ein Feld. Ja, so ist das nun mal in der spanischen Gesellschaft. Ach Gott. Also ich habe mir heute ein bisschen was überlegt. Erstmal, wie gesagt, ist ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Warum steht dein Scout rum und warum lässt du dich attackieren? Was will er denn? Ja, egal. Ach nö, der Gott ist nicht so eine Lame-Nummer. Nein. Der kann da gar nichts machen. Außerdem hast du deinen Scout in der Nähe. Alles gut. Du bist jetzt mit Top 25 ab. Das ist ein bisschen wenig. Das war alles ein bisschen unkonventionell, weil ich mein Schwein nicht gefunden habe. Was machst du, wenn du kein Schwein findest? Panik. Ja. So, jetzt brauche ich aber ein bisschen Militär, weil der bestimmt hier mich rusht. Was brauchst du denn für Militär? Speerträger. Ja, also die Kapazität. So, das ist natürlich alles ganz schlecht hier. Woher willst du wissen, dass er Speerträger macht? Weiß ich nicht, aber ich meine Scouts.
Ich will doch vorbereiten. Ja, scout ihn doch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht eigentlich. Also wenn du ihn scoutest und siehst, der geht auf Bogenschützen, dann hast du natürlich ein Problem. Aber ansonsten... Ja, dann hab ich sowieso verloren. Nein, dann baust du den Tower und fertig. Nein, da bist du nicht GG, jetzt hör auf mal alles ins Jetzt warte mal, guck mal, hier ist das schon recht gut abgewallt. Ne? Da kannst du wallen, ja, das genau, ist gut. Das ist okay, das kannst du machen, das ist okay, aber kein Full Wall. So, und dann wall ich hier noch. Und was machst hier. Du da oben mit dem Wall? Hier? Monday? Nein! Konstruier. Guck mal, das passt doch. Keine Angst vorm Wall. Nee, ich weiß nicht, wovor du Angst hast. Du igelst dich ein. In Warcraft ist deine Base auch sperrangweit offen. Also das ist jetzt wirklich unsinnig, Marco G. Wir sind halt alleine hier. Das ist mir schmerzlich bewusst, Marco G. Schmerzlich. Florentin, jetzt mal... Was ist denn das schon wieder? So, nee. Wo ist denn mein zweites Gold erstmal? Ein Gold. Unten. Das wo ist mein zweites Gold? Das zweite hast du gerade gesehen. Doch geil. Das ist dein Hauptgold. Das ist doch geil. Das ist offensiv, das ist nicht geil. Ich bin ein offensiver Typ, Markus, weißt du aber. Das habe ich dir zwischen schon mehrfach gesagt. Und ich habe mein Gold vergessen. Holz-Upgrade. Holz-Upgrade. Wenn du 50 Holz hast, machst du das Holz-Upgrade. Jetzt. Jetzt. Tu es. Tu es. Tu es. Immer mit dem Äußeren. Ah, der wollte auch, das ist perfekt. Nee, der glaube ich, wollte sich nicht komplett ein. Und du hast sehr viele, also du hast zwei angeschlagene Dorfbewohner, die könnten noch... Nee, die gehen an die Bäume da vorne. Die gehen an die Bären. Das ist gefährlich. Eieiei. Chat! Ja, ist ein bisschen durcheinander, weiß ich doch, Marco. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ich will dich doch gar nicht kritisieren, ich will dir helfen. Du nimmst es ja als Kritik hier auf. Nee, das ist keine Kritik, das ist weihnachtlich. Erstmal. Ich werde nervös, wenn du hier so... Und erstmal noch ein Haus bauen, mit dem, der gerade zurückgehen wird. Ach, du hast das schon. Ach, sehr gut. Was ist mit dem Mann mit den grauen Haaren? Der hat heute einen Auftritt. Sei lieb zu Tini, Marco. Mara, du, ne? Ich. Ja, wo ist Maro? Maro. Was? Maro? Mara ist in Bonn. Ist wirklich in Bonn, ne? Jetzt baust du einen Stall. Für was baust du den Stall? Für T2. Nein, dann baust du eine Schmiede. Baue ich doch danach, aber ich baue doch lieber dann erst. Dann baue einen Markt und, pass auf, wenn du auf Konquistatore gehst, dann baust du einen Markt und eine Schmiede, weil du brauchst... Ich brauche doch einen Stall. Für? Bloodlines. Kannst du das später machen. Wichtig Nein, ist erstmal, ich, nee, aber ich baue doch nicht umsonst ein Gebäude, das ich nicht brauche. Was macht der Gegner? Sich einwallen. Das hast du schon alles so festgestellt? Ja. Okay. Gut. Agora. Maro confirmed. Konstruier. Bist du eigentlich in Weihnachtsstimmung, Alter? Geht so, ehrlich gesagt. Allgemein oder jetzt gerade nur schlecht? Warte. Ja, die Zeit wird auch nicht gut. Das ist doch egal. Immer dieses Festhalten an diesen Zeiten. Nee. Das meine ich jetzt nur mit dem Marktplatz, wärst du jetzt ab. Ja, aber nee, aber das ist doch Quatsch. Ich baue doch nicht drei Gebäude, wenn ich nur zwei brauche. Nein, du brauchst das zweite. Also Bloodlines brauchst du erst später. Du willst ja erstmal mit den Konquistatoren stressen und vor allem so früh wie möglich stressen. Die können alle auf Stein. Okay, dann nicht. Schade. Wer ist mit Raketen? Er geht auf Bogenschützen. Raketen. Und jetzt? Konstruier. Warte. Talar. Warte. Komm, ich muss schnell hoch. Das Budapest-Referat gibt es nächstes Jahr. Wenn alle da sind wieder. Genauso wie es dann die Testergebnisse immer gibt. Ja, ich versuch mich hier durchzufaken. Was ist denn oben? Willst du auch noch wallen oder bleibt es offen? Und unten. Das übrigens machen, bevor du richtig viele Felder baust. Weil das betrifft alle neu gebauten Felder. Also das Feld, was gerade abgearbeitet wird, muss erst abgearbeitet werden. Dann tritt erst Horsecolor in Einsatz. Du hast 100 Gold. Hast du gleich. Hast du das Gold-Upgrade schon? Nee, das mach ich nicht. Mach das mal. Warum einen zweiten Stall? Weil ich will gleich zwei Ritter haben, wenn der kommt mit seinen Horden. Horden. So, Stein habe ich jetzt mich noch gar nicht drum gekümmert. Deswegen, jetzt bleib doch auf Ritter. Jetzt ist doch egal. Jetzt bleib auf Ritter. Ja, aber langfristig will ich... Nein, nein, langfristig kannst du ja dann... Langfristig will ich doch die Mühle haben. Ja. Was? Die Steinmühle. Das ist alles auf eine Art eine Mühle. Ah, ja. Jetzt hast du ja natürlich kein Holz. Also Ritter könnten gleich gut aussehen, ist eher schon Castle Edge. Nee, komm, der hat sich verlaufen. Das ist das Geniale am Wall. Ja. Dass der Gegner sich verläuft meistens. Ja.
So, soll ich denn das noch holen? Oh, komm. Nein. Das schon noch. Mach lieber das Defensiv-Upgrade danach. Das zweite. Oh. Du wirst angegriffen. Kommt der nicht rein? Wall. Was greift denn der dann? Ein Wolf, also. So. Kann man vorspulen? Nee, leider nicht. Das dauert jetzt halt seine Zeit. Und dann, ja. Du hast Glück, dass er jetzt gerade dein Lumbercamp angreift. Aber ja, das sieht gut aus. Konstruieren. Ich finde, man muss auch immer nur so gut spielen, dass man seinen Gegner gerade so besiegt. Man muss nicht besser spielen, als es nötig ist. Also, verstehst du? Und das Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss. Richtig. Ich spiele gerade nur auf Fugo-Qualität. Das ist sehr gemein gegenüber Fugo. Und wenn Fugo gleich Castle Age ist, bist du RIP. Hoffentlich. Ich, das ist frech. Finde ich frech. Guck mal, du hast kaum Gold, du hast kein Holz, du hast jede Menge Nahrung. Wie viele Dorfbewohner baust du gerade? Brauche ich doch. Einen? Jetzt bau doch mal 5 oder 6 gleich. Ich brauch doch das hier. Und jetzt bau noch einen Dorfbewohner. Noch mal 2 Dorfbewohner. Ja, ist doch gut jetzt. Ich brauch doch hier, das habe ich gleich. Okay, das sieht gut aus. Eieiei. Fugo hat einen 14er, 70er Elo. Hast du ihn dir ausgesucht? Der war der Erste, der gejoint ist. Tatsächlich, wirklich. Völlig unbedarft. So, wo bauen wir jetzt das TC hin? Hier am besten. Ja. So, GG. GG? Ist GG? 14er, 70er. Eieiei. Ja, Spanier boomen lassen, nicht machen. Komm, wir spielen danach mal eins. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Ja, weißt du warum? Nee. Das ist ein bisschen traurig ist. Wieso ist das traurig? 2 erwachsene Menschen, die ein Videospiel spielen? Das ist der Grund. Gestern war es noch wunderbar. Heute ist es eine Farce. Die Burg willst du dir forward bauen, oder? Ja, mit der baller ich schön rein hier. Ah, da hat er gewohnt. Gewalt. Mehr auf Holz. Das hat er, mehr auf Holz. Wo hat er die Strategie? Und du brauchst Häuser. Ich geh doch schon auf Holz. Und Häuser. Konstruier. Naja. Florentin erwachsen. Lull. Konstruier. Salat. Versuch mal. Ja, schnellstmöglich mehr auf Holz und die Castle kannst du ja eh offensiv setzen, aber das ist eigentlich schon durch. Ja. Das hast du doch ganz gut gemacht. Ja, und machst ja sowieso. Gutes Micro hast du. Das hast du. Servidora. Und versuch mal dann immer, wenn du ein neues Towncenter baust, gleich mit mehreren Dorfbewohnern ein neues Towncenter zu bauen. Ja, das war jetzt ein bisschen. Ja. Aber ja, du hast es. Du hast es. Ich gucke auf Chat. Chat. Wie geht's euch? Gibt's noch Spiele mit der Community heute? Ja. So, Florentin ist durch. Ich setze mich mal auf meinen eigentlichen Platz. Ja, das können wir. Das würde ich eh machen. Ja, wir machen jetzt gleich nämlich ein schönes 2 gegen 2. Da können sich ja 2 1400er schon bereithalten. Marav macht vielleicht mit. Tini und Fugu gegen Marco. Ja, ich weiß nicht. Das was wird. Ich glaube, ich bin nicht in Form. Fugo gleich Donny confirmed. Wo ist die Bauchtasche? Die hat mir Mara nicht gegeben. Mara ist gemein. Presto. Konstruieren. Sitzt du eigentlich die ganze Zeit schon so da und du sagst gar nichts? Ja, tatsächlich. Dann gucken wir uns mal das ganze Ding jetzt an. Ja, also das Einzige, was jetzt noch schief gehen könnte, ist, dass er Castle Age kommt und Mönche hat. Aber da muss einiges passieren. Geh schnell rüber. Wer soll schnell rüberkommen, Mara? Rüber, ich geh doch nicht an deinen Platz, Mara. Aufwachen. Naja, ich sehe jetzt nur das hinten auf dem Bildschirm. Das kann ich nicht sehen. Ah ja, jetzt sehe ich es am Gebäude. Danke für den Hinweis. Okay, er ist Castle Age, aber er hat schon so viel Schaden genommen. Das ist schon sehr schwer für ihn jetzt da rauszukommen. Ja, Pikemen reichen noch nicht.
Florentin, was ist jetzt der Masterplan, um den Sack zuzumachen? Schön Konkondore. Oh. Moment. Das ist mir jetzt auch unangenehm. Oh, der hat sie eingebaut. Wer ruft denn um diese Zeit an? Mara. Ja, nee. Das ist ja frech. Er ruft mich Mara jetzt während der Sendung an. Wie unprofessionell von ihr. Wie geht es mir? Ich weiß nicht. Also ich bin schon wieder so ein bisschen verschnupfert. Ich glaube, gestern zu Warcraft zu kommen, war keine gesunde Idee. Ja. Gut, aber dann rufen wir halt Mara zurück. Also, ja, im Grunde, ja, ich habe jetzt hier wahnsinnig viele Knights. Ich muss die Tasche holen. Wo ist die denn? Das umzuteilen und so ein bisschen seine Verteidigung auseinanderzureißen. Ja, ich kann doch jetzt nicht aus der Sendung rausgehen. Das ist ja mega. Sind die ja eh am Start. Noch eine Minute. Ja, nee, ich kann doch nicht einfach eine Minute während der Sendung fehlen, Mara. Woodline. Hm, na ja, stimmt. Am Anfang waren es ja gut gefehlt. Ja, 4, 3, nein, was? So, Mara, jetzt grüß mal den Chat. Hier. Ja, ich bin die ganze Zeit im Chat. Ja, aber du musst ja auch mal jetzt hier zu hören sein. Du bist ja auch so Teil der Sendung. Das ist doch nett. So. Nee? Mittlerweile haben wir hier schon viele Leute. Das ist doch ja, warte, renn doch mal schnell rüber und hol mal die Tasche. Die Herden haben doch die Leute schon gesehen. Die trage ich damit stolz irgendwo anders. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mittlerweile brauchen wir Defensiv-Upgrade. Ja. Bald. Eigentlich alles erledigt. Spielst du gleich mit? Guten Stil. Das nee, ich hab das hier nicht gut. Gut, tschüss. Leute. Und jetzt, glaube ich, haben wir das Ganze. Hol die Tasche. Was? So wirklich, ich habe sie aus Versehen Skorpion gebaut. Aber das tut jetzt auch nichts mit der Sache. Ganz wichtig ist, die Mönche rauszusnipen. Wollt ihr wirklich die Tasche? Vote now. Die Tasche. Aber die sieht man doch eh nicht. Ich sitze doch die ganze Zeit. Jetzt ist der Skorpion sogar gar nicht so schlecht hier. Der Skorpion? Ja, ich habe aus Versehen. GG, Fuego. Schönes Spiel. Danke an der Stelle. Florentin, Himmelswert. Lief doch ganz okay. So. Okay. Marco, schön, dass du da bist. Erstmal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Florentin. Du bist ja extra heute aus deinem Urlaub hier reingekommen, um uns zu unterstützen. Sonst wäre ich hier ganz alleine. Ja, das nehme ich. Es tut mir auch leid, dass du die ersten Minuten allein überstehen musstest. Weihnachten, das Fest der Einsamkeit für mich dieses Jahr. So ein bisschen. Ist es wirklich? Ganz alleine. Ja? Ja. Deswegen würde ich jetzt auch gerne mit dir zusammenspielen. Ich will mit dir zusammen. Wollen wir eine LAN machen? Nee. Du musst trainieren. Wir müssen, deswegen würde ich gerne mit dir zusammenspielen. Wollen wir ein bisschen gegen die Community spielen? Ja, können wir machen. Dann kann ich dir ein paar Tipps geben, wie man richtig wallt, und du kannst mir ein paar Tipps geben. Und, wie man richtig wallt? Das heißt, ja. Wir machen wieder ein geheimes Codewort. Oh ja. Ich erstelle diesmal hier. Du erstellst es? Oh, das ist ja auch ein Highlight. Ja, die Tasche hole ich in der Werbepause. Ein geheimes Passwort. Das musst du mir aber auch sagen, ne? Also, das ist so geheim. Das ist immer das Problem. Wir haben es seit Wochen noch nicht geschafft, dieses System. Ja, ich weiß nicht, ob es mit Spickzetteln funktioniert oder mit Handzeichen so, was der Donny gemacht hat. Ich glaube, da gibt es noch keinen Masterplan. So, jetzt erstmal machen wir schön Edge an, ne? Oder spielen wir Runde PUBG? Beutelratte, auch gut. Warte. Bist du kreativ, was Passwörter angeht? Mir fällt überhaupt nicht. Ich bin kreativ in allen Bereichen des Lebens, außer bei Passwörtern. Wirklich? Ja. Ach. Moment, dann, wieso sagst du das? So. Das ist ja jetzt dann super gut für Konten, für deinen PC, für Handy. Okay, pass auf. Okay, ich bin gespannt. Also. Ja, ich muss erstmal spielen. Was ballern wir überhaupt? Ja, erstmal, wir machen eine Quatschmap. Gut. Du kommst erstmal rein, warte. Warte, ich mach das Passwort bei dir. Ja, ich bin noch nicht fertig. Starte erstmal. Ja, ich starte erstmal. Wir machen ganz in Ruhe heute. Florentin, das ist halt auch die Zeit der Besinnlichkeit. Was spielen wir denn Feines? Was passt denn zu Weihnachten? Weihnachten ist irgendwas, wo wir nah zusammen sind, wo wir uns wirklich gegenseitig wärmen können, wo wir zusammen am Feuer sitzen. Das ich hätte jetzt eher was schön. Winterliches gedacht. Ja. Da gibt es Skandinavien, da gibt es Geistersee. Nordpol? Nein.
Starte doch mal. Du hast nur den Chat offen. Na, ich hab nicht den Chat. Ich hab hier schon raufgeklickt. Es ging nicht. Ach, hier auf diesem. So. Gelb und Rot. Geistersee. Nehmen. Ich hätte mal Bock auf was Besinnliches. Auf was Besinnliches? Auf diese Michi. Mit dem riesigen Wald. Was? Dunkler Wald. Ja, Dunkler Wald. Wollen wir mal Dunkler Wald machen? 2 gegen 2 Dunkler Wald. Das ist entspannt, das ist ruhig. Ist das da kann man entspannt? Sich auch mal ein Eierlikör nebenbei aufmachen, da hat man Zeit. Okay. Hast du Bock? Ja, komm, wir spielen Dunkler Wald. Haben wir, glaube ich, erst einmal hier gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Bei Dunkler Wald, bei Ding. So, machst du mal bitte noch deine... Also, Achtung, jetzt wegschauen. Ja, erstmal brauche ich dein Zeug. Also, du hast deine Friendlist nicht an, deswegen finde ich dein Spiel nicht. Ich habe dich gestern Abend entfreundet, jetzt kann ich es dir auch sagen. So, Florentinas Game? Ist das denn da hat jemand Florentinas Game. Florestina heißt die. Nee, gib mir der alte Kurt Bodewig. Da. Ach, das ist so unfassbar, dass du... Ja. Achtung, weggucken! Ja. Okay. Das ist inkorrekt. Sag mal, ihr habt doch echt einen Schaden, oder? Hä? Wie kann das denn inkorrekt sein? Du hast das Spiel oder nicht mal offen? Ich versteh's nicht. Warte. Achtung. Nee, nicht ranked, oder? Ranked machen wir aus. Ja, ranked machen wir aus. So, okay, ist es dasselbe Passwort noch? Ja. Okay. So, Achtung, an alle... Warte, ich probiere es erstmal an alle aus. Community-Mäuse da draußen, die gerade warten. Das Spiel wird gleich freigegeben. Oh. Leute. Und zwar, Achtung, mit dem unkreativsten Passwort. Das haben sie schon übrigens. Alles klar. Mit dem unkreativsten Passwort aller Zeiten. Und es haben tatsächlich 2 schon geschafft. Doc Lou und Sir Knöterich sind am Start. Wie schwer das Herzlich war. Herzlich willkommen. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Wir hätten wenigstens 2-1-3-4 machen können, wie der Chat hier schon schreibt. Aber nö. Nö, da muss man schon drauf kommen können. Wir wollen ja nicht die schlauesten Spieler als Gegner haben, Marco. Denk da mal dran. So, wie macht man jetzt die Map? Auf Location drückst du. Du wolltest hosten. Dann ist es Dunkler Wald oder Black Forest. Ach, Black. Und dann musst du die Map-Size noch auf 4 Spieler machen. Nee, machen wir schön 6 Spieler. 4 Spieler. Okay. Und wir machen Population auf 500 drauf. Ich hab vor kurzem... Wir machen 250. Nein. Komm, wir machen 250. Nein. Komm, wir machen jetzt mal richtig hier. 40. Komm, heute ist alles möglich. Du bist nicht in Weihnachtsstimmung. Nee, ich hab neulich ein Pop 500 Michi-Game gemacht und das war der größte Quatsch meines Lebens. Komm, 250, das sind nur 50 mehr. Ja, und? Das sind 50 Militäreinheiten, die man mehr bauen kann. Okay. Ist das ein Quatsch. So, wir sind im selben Team. Marco, wir müssen uns ein bisschen synchronisieren. Ich bin jetzt hier wirklich der Grinch gerade, was das angeht. Alles klar, es geht los, Freunde. Es geht los, ich muss noch reinklicken. Okay. Team, wir haben alle random. Ich hätte gern sogar full random. Ah, geht nicht. Alles klar. Gut, los geht's. Ein schönes Spiel wünsche ich dir, Marco. Frohe Weihnachten. Auch. Ich mach mal Team an, dann kann ich dich, glaube ich, hören. 1-3. Nein. Und ich bin Kelten. Ist egal, wir hören uns ja so. Ich bin Kelten. Ich bin Teutone, das heißt, Äthiopier und Vietnamese. Oh, wir haben nicht auf Erkundet gespielt, okay. Auch ungewöhnlich für Dunkler Wald übrigens. Normalerweise spielt man diese Map auf Erkundet, dass man schnell diese Übergänge findet. Weil das kann sehr, sehr unfair werden, wenn man sie nicht findet. Oh. So, also, ich habe Kelten, das heißt, ich habe gute Infanterie und, glaube ich, Belagerungsleute. Ja, genau. Was die Idee wäre, wenn du auf Freischäler und sehr viel Siege gehst und ich gehe einfach straightforward auf Paladine und dann... Paladine? Ja. Ach, Teutone. Ja, ich bin Teutone. Und das ist echt so, weißt du, bei Teutonen, da steht als Bezeichnung unberittenes Volk. Wirklich? Das ist die Bezeichnung der Teutonen. Unberittenes Volk. Und ich habe letztens mit Paladin gewonnen. Ja, Infanterie Civilization steht hier bei mir. Weil im Deutschen steht tatsächlich unberittenes Volk. Das ist ja Quatsch. Die haben halt stronge Paladine. Alles ja, aber sie haben halt nur Speer. Ja, das stimmt. Mal leichte Kavallerie. Das stimmt, das ist Quatsch. Das ist ja mit das größte Manko an den Teutonen. Folgende Idee. Ja. Wir packen Mönche in Rammen. Das geht nicht. Fahren geheim auf deren Seite. Hast du mir zugehört, dass es nicht geht? Holen dann die Reliquien ab. Okay. Und fahren damit geheim wieder auf unsere Seite. Ey, finde ich gut. Geht aber nicht. Ey, Alter, ich bin Kelten. Ich baue so viel Holz ab, ohne Scheiß. Ja, ja, du baust mega ab. Du brauchst nur 3 Leute. Soll ich mich da durchhacken zu denen? Ist das eine gute Idee? Es gibt Übergänge, ne?
Ja, aber nur ein, oder? Nein. Du hast auf deiner Seite einen, in der Mitte gibt es einen und ja. Ach nö, ich dachte, da gibt es keine Übergänge. Na, das wäre Michi gewesen. Da hätten wir Michi spielen müssen. Was ist denn Michi? Ich dachte, das ist der Typ. Da gibt es halt einen fetten Wald in der Mitte. Michi? Ich dachte, das ist der Typ, gegen den Donny immer spielt. Ja, das auch. Stimmt. Ich bin mittlerweile so verloren in eurer Age of Empires-Lingo. Ich habe da wirklich gar keinen Plan mehr. Ja, aber bei Warcraft gehst du auf. Ja, da ergibt das auch Sinn. Da heißen Sachen nicht Michi. Da trinken Elfen aus Brunnen und sind wieder geheilt. Also... Ja gut, das stimmt. Wie jeder weiß, da tragen Elfen keine Brunnen. Irgendwie ist die Map sehr merkwürdig. Ich scoute hier eine ganz komische Richtung vor. Ja, deswegen normalerweise spielt man diese Map auch auf Erkundet, dass du die Übergänge siehst. Ja, aber ist heute normaler Tag oder ist heute Weihnachten? Nee, heute ist Quatschtag. Heute ist auch nicht Weihnachten. Und ich habe keine Schafe mehr. Wieso, was? Weil ich nicht weiß, wie man das scouten muss in dieser komischen Map. Ja, ganz normal, ganz dicht an dem TC dran. Also nicht weiter weg als 16 Tiles ungefähr. Was? Danke. Entschuldigung, Leute. Krank im Urlaub. Ja, das auch noch. Das ist bitter. Ja, und dann ja auch noch hierher kommen. Das ist bitterer. Ich habe leider weder Schaf noch Schwein mit untern. Aber ich wall mich ein bisschen ein, ne? Das ist gut, aber bitte wall auch die Übergänge ab. Also wenn du sie gefunden hast. Ja, jetzt ist noch, jetzt ist wurscht. Jetzt haben wir, normalerweise ist es so, dass du auf Erkundet relativ schnell schon die Übergänge abwallst. Dass niemand rüberkommt. Also normalerweise kannst du ja hier auch sneaken. Das habe ich ja gegen Donny damals so ein bisschen. Ja, ich habe den Anfang ein bisschen verdoppelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Jäger. Ist das schlimm? Oder kommst du klar? Natürlich komme ich klar. Ja. Wir können übrigens auch handeln, ne? Ja. Wie? Nicht deins? Normalerweise früher wollte ich dauernd handeln und jetzt gar nicht mehr. Tatsächlich, kleiner Fun Fact, als wir ganz, ganz früher angefangen haben mit diesem Format, dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendein Volk nehmen, das ich jedes Mal spielen will, weil ich wollte in einem Volk gut werden. Ja. Dann habe ich tatsächlich das Volk genommen, was den besten das einen Handelsbonus hat. Weil ich mir dachte, wenn wir zu zweit spielen, Donny und ich, handeln wir ja immer. Ja. Und deswegen habe ich die Spanier genommen. Und all dieser Conquistadore-Kram ist alles Zufall. What? Das ist ja wirklich eine interessante Story. Ich dachte, du warst immer einfach Spanier. Nein, ich habe sie nur genommen wegen diesem Handelsvorteil. Das ist der einzige Grund. Leute, hier bekommt ihr die Fun Facts. Das ist ja wirklich interessant. Das könnte eine geile Quizfrage sein. Für irgendein große Rage of Empires Quiz. Ich wette, Mara wetzt schon die Stifte für ihr großes Blog-Eintrag. Rage of Empires Quiz. Leute, lest den Blog, der ist wirklich fantastisch. Oh, ich habe einen Dorfbewohner verloren. Warum stoppt diese Sau und tötet? Aber scoutest du jetzt alles wallst da ab oder was? Oder sind wir jetzt verwundbar? Wir sind immer noch verwundbar. Das ich soll. Oh. Ach, die ist so komisch gelaufen. Holzer. Ey, ist der knöterig. Okay, er lädt. Wie läuft denn die? Okay, ist der knöterig, lähmt nicht. Das finde ich schon mal sehr ehrenvoll von ihm. Aber Mensch, ach, er hat doch gelähmt. Was hat er gemacht? Er hat mein Wildschwein gedoxt. Gedoxt? Ich habe keine Ahnung, was weiß ich für eure Fachbegriffe jeder verwendet. Was ist gedoxt? Was weiß ich denn? Ich versuche nur cool zu klingen. Gedoxt? Donny klingt immer so cool, wenn er sowas sagt. Ja, der hat jetzt so reingefrayed und dann ist es alles in dem Wall und dann ist es, kannst du es eh vergessen. Gefrayed, gedoxt. Okay. Was? Ich hasse es ja knöterig. Aber du wolltest alles zu, oder nicht? Ich guck mir gleich das mal an. Also mein Spieler schickt mir Schafe. Ich hab Glück. Alles ungut. Ja toll, ich hab's ja knöterig als Gegner, wie den Lähmer. Ja, aber dafür hat er... baut hier was. Was baut er denn? Offensivhaus, glaube ich. Macht er das am Übergang oder baut er das bei dir? Irgendwas baut er hier. Kommt er auch gerade nicht hin. Ich check diese Map nicht. Deswegen hätten wir sie mal auf Erkundet gespielt, aber du wolltest ja nicht. Das hast du ja nicht gesagt. Stimmt, hätte ich sagen müssen. Ich sollte Fehler. Mir auch keine Maps aber ich habe meinen Übergang gefunden. Aber irgendwas Verrücktes nimmt hier seinen Lauf. Das glaube ich dir aufs Wort. Was baut der hier? Will der sich hier durchhacken? Der rusht mich wahrscheinlich oder Tower rusht mich oder sowas. Na dann wall doch schnell.
Einfach holen. Ganz entspannt. Komm, Freunde, wo ist meine Nahrung? Jetzt auf geht's. Selgere? Ich will nicht zu spät hochklicken. Nee? Nee. Okay. Selgere? Selgere? Ich glaube, der macht hier irgendwas Freches. Nee, ich glaube, das wird. Kid Ho. Rabuige. Rabuige. Hä, der baut hier Offensivhäuser? Was? Ich glaube, der Wall. Ja, das ist der Wall dort einfach. Das ist der Wall. Das ist sein Wall. Ach. Ja. Siehst du? Alles in Ordnung. Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Ne, das ist die Map. Ich wall hier auch hier vorne. Ja, meiner hat auch hier vorne gewallt. Ja. Der Doc Lou. Haben wir noch gar nicht den Namen genannt, ne? Doc Lou und Sir Knöterich. Also der wallt mich hier ein. Ne, das ist normal. Das macht man so. Ich baue aber meinen Marktplatz ganz weit weg, ne? Ja, ja, ja. Du baust den, versuchst den irgendwo da zu bauen. In der Ecke. Ja, okay. Ah, da gibt's Engstellen. Ja, ja. Die versuchen wir dann, wenn du dann einen Belagerungsunaga hast, versuchen wir diese Engstellen aufzulösen. Theorie: Man spricht es nicht Unaga aus, sondern Französisch. Onager? Onager. Oder Onager. Auch Belagerungsunager? Oder Onager? Ja, das ist so die Frage. Ja, okay. Ich will es jetzt einfach mal raushauen. Ich will es einfach mal rausgehauen haben. Ich bin mir selber natürlich nicht sicher. Mhm. Aber ich habe letztens Rollenspiel gespielt. Natürlich. Und mein Meister hat das so ausgesprochen. Onager. Und der kennt sich eigentlich ganz gut mit mittelalterlichem Kram aus. Dein Charakter, den du gespielt hast. Nee, mein Meister. Ach so, dein Meister. Deswegen dachte ich mir, Du nennst ihn noch möglich Meister. Wie Meister Splinter. So. Ja, wenn man in, ist vielleicht so ein DSA-Ding, aber dann heißt der halt Meister. Ja, du mit deinen Fachbegriffen hier. Räte. Ouvert. Nein, das machen wir nicht. Ich baue meinen Markt doch nicht so weit weg. Nö, ich habe hier super viele Engstellen. Ich glaube, das ist wirklich nicht den so. Den ersten Markt, den kannst du relativ close bauen sogar. Ah, okay, ich habe jetzt hier den zweiten Übergang gefunden. Ouvert. Der ist noch offen, den mache ich jetzt zu. Mhm. Läuft's eigentlich gut bei uns gerade oder nicht? Durchschnittlich. Ja. Oh, oh, oh! Sehr knöterig mit dem Micro! Und da ist er tot. Was? Ich hab seinen Scout getötet. Stark. Danke. So, ich hab jetzt. Ehrlich gesagt habe ich dieses Elf auch noch nicht verstanden. Elf ist Lachen. Ach, das ist Lachen. Ja, du kannst ja Ausrufezeichen No-Mute mal eingeben, dann hörst du auch wieder die Taunts. Ausrufezeichen No-Mute? Ja, im Chat. Ja, und jetzt hörst du? Yes. Tatsächlich! Ja. Das habe ich verpasst. Ja, das sind all die Towns auch hier. Warte, wie... Den daneben. Wahnsinn. Oh, warte, einmal so. Ich habe wirklich die ganze Zeit ohne Towns gespielt. Das gibt's nicht, Leute. Schon wieder ein Highlight dieser Sendung. Es ist ein Highlight, jagt das nächste. Warte mal, was haben wir denn alles für Towns? Sowas... Jetzt bin ich plötzlich im Punkt der Erste, hallo? Ja, ich bin ja auch ab. Achso, weil ich als Einziger noch nicht hochgeklickt habe. Ja, wahrscheinlich. Naja. Naja. Oh, aber ich verkaufe Holz. Ja, das kannst du. Oh, das ist super schlau. Weil je mehr Holz ich verkaufe, desto schlechter wird der Preis für alle. Ja, und ich habe ja auch am meisten für mich Holz. Ja, und? Du kannst den Markt dann hier bauen. Ich habe den Markt schon hier gebaut. Ja, das ist okay. Können wir auch. Das hat aber wirklich sinnvolle Gründe, das ist nicht gut. Ja, aber dann muss ich einmal durch dein Häuserwahl hier und durch das Haus. Das ist keine gute Route. Aber ansonsten hättest du durch den Wald fahren müssen und das ist für diese Räder nicht gut. Du, das sind die Räder gewohnt. Und das wollen wir dann auch genauso haben. So. Dann machen wir noch das Haus. Also, siehst du jetzt, wo... Florentin, ja? Kannst du das bitte noch zuwollen? Das hat er doch zugewohnt. Ja, er kann das dann einfach cutten und ist drin bei dir. Du solltest das auch zuwollen, dass er das nicht einfach löscht und bei dir mit Rittern steht. Also mach das mal bitte zu. So, okay. Oder am besten mit Stein. Nämlich, das ist ja immer das Problem.
Dann denkt man sich so, ja, der andere hat doch gewollt, aber der andere... Das ist mir tatsächlich so schon passiert. Irgendwie. Dann war Mara plötzlich in der Base und dann... Die klingelt nicht erst, die steht direkt im Wohnzimmer. Sag ich ja. So. Aber ansonsten sind wir dicht und das ist auch gut so. Räte. Auf dieser Map. So, ich habe jetzt auch hochgeklickt in die... Quartalzeit? Dingszeit. Ach, du hast jetzt hochgeklickt? Ja. Na, mach entspannt. Ey, alles entspannt. Wir haben doch gesagt, wir spielen die lange Ratte. Die lange Ratte? Das ist halt... Im Endeffekt ist BF bei den Profis noch nicht mal so doll beliebt, weil lange Zeit nichts passiert. Weil man einfach nur da sitzt. Gegensatz zu sonst bei Age of Empires, was ein extremes Hochgeschwindigkeitsspiel ist. Du, im Endeffekt kann ich dich nach 9 Minuten angreifen, theoretisch. Ja. Oder nach 9 eher. Aber das passiert natürlich ein bisschen seltener. Aber also ich hole mir jetzt super Upgrades für Infanterie, ne? Erstmal machst du noch gar nichts Militär, du machst erstmal Wirtschaft. Das ist doch klar. Ja. Ich mach auch mal ein paar Außenposten. ja, doch. Nee, für was? Wo? Wo willst du denn den Außenposten machen? Damit die hier nicht da durchsliden. Ja, du machst jetzt einfach hier einen Steinwall. Und er, guck mal, er löscht schon seinen Wall hier. Mach schnell deinen Wall zu. So schnell es geht. Und zieh ihn einfach da runter. Hey, ich baue doch hier gerade einen Wall. Ja, aber der hat gerade seinen Wall dahinter gelöscht. Jetzt mach ihn richtig zu. Ja, ja. Das heißt nicht, ja, ja. Ich habe jetzt auch einen Steinwall gebaut. Ist eine Arbeit, ich sehe es. Sehr gut. Oh, angegriffen. Ja. Ritter. Das meine ich. Deswegen solltest du da unten zumachen. Ach, du bist nicht GG. Das ist alles andere als GG. Ich bin jetzt auch Ritterzeit. Was baust du? Dorfzentrum? Nein. Mönche. Ha, der hat Angst. Der kann nix. Versuch trotzdem den Ball nach unten zu schließen. Das ist ein Teil, was da unten fehlt. Versuch so schnell wie möglich dorthin zu kommen. Ja. Oh. Okay, ich habe hier schon Stress. Ja, das glaube ich dir. Bist du orange? Nein. Dann habe ich jetzt auch orange noch. Ja, das ist ein Scout von ihm. Versuch trotzdem einen Dorfbewohner darunter zu schicken, so schnell es geht jetzt. Ja, sehr gut. Dass nicht noch mehr Ritter reinkommen oder Dorfbewohner sogar. Das sind 2 Ritter. Genau, du hast der Kniere. So. Alles noch okay. Wir müssen zwar reagieren, aber das ist okay. Ey, solange du Spaß hast, Marco. Ich hab Spaß. Hast du auch noch Spaß? Mir ist das Allerwichtigste. Ja? So, habe jetzt auch eine Mönchs. Ja, hab ich auch schon. Ja, treibst du zu mir? Dreh dich nicht um! Bleib drauf! Die tötest du! Wen? Die Ritter! Achso, ich musste gerade abdrehen. Warum? Weil der in meiner Base ist. Ach, da hinten. Okay, hab's dann kaum. So. Mach auch unten. Rot? Du hast immer noch den Wall nicht zu. Wieso? Weil die alle gestorben sind, die da hingelaufen sind. Ach, okay.
Reiß mal bitte das Haus ab und geh dann wieder runter. Ich bekehre alles, was jetzt reinkommt. Ja, passt schon. Okay, habt ihr Ritter? So, mach du den Stress jetzt. Ich mach Stress? Nein, nein, geh du einfach. Soll ich den Wall jetzt bauen oder nicht? Ja, bau den Wall fertig, bitte. Okay, du, ich mach das, ne? Ja, bitte. Mach bei ihm Stress. Okay. Wo ist dein Marktplatz? Der Marktplatz ist noch egal. Ah. Ja, ich bin mit dem Boomen nicht gut. Gerade. Du boomst? Ja, natürlich. Super. Ein bisschen ist zu doch gut. Abgelenkt. Ein bisschen zu abgelenkt gewesen. Zu sehr haust. Eieiei. Guck mal, da hätte ich schon ab sein müssen. Richtig saftig boomen. Wie sieht es aus mit Reliquien? Ja, nehmen. Hol ich mir. Ebel. Diese Häuser. Ja. Ah, das wird schlechtes Spiel, glaube ich. Oh, leck! Hey, warum? Wir sind super gut. Nee, 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 nee. Klar. Der andere konnte in Ruhe boomen. Wir haben den langen Larry auf unserer Seite. Ah. Mit Larrys habe ich keine gute Erfahrung. Er versucht jetzt mit dem Mangel anzugreifen, okay. Also ich boome jetzt auch gerade nur ein bisschen, versuche mir so ein bisschen so eine Infanterie her na, zu bauen. Noch nichts militärisch bauen, sondern einfach jetzt Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ja. Alle Wirtschafts-Upgrades machen. Alle, alle, alle. Ja. Nein! Was los? Ich hab alles eingebaut. Ich hab meine Leute eingebaut. Die sterben. Was? Wo hast du Leute eingebaut? Ja, bei mir in meiner schlechten Base. Ja. Warum wollst du denn? Ja, mit Häusern halt. So ein bisschen. Komm, wir waren alle mal jung und haben alle mal gewollt. Er baut hier eine Castle, das ist gut. Warum ist es gut? Ja, weil die super defensiv steht. Ey, ich hol mir dieses Karawan-Upgrade, das ist mega gut. Ja, auf jeden Fall. Hier wird irgendwo gekämpft. Ach, das bist du. Ja, er ist schon vor mir. Okay, ja. Was ist er? Er ist schon punktetechnisch vor mir, hat einen saubereren Boom. So. Ey, jetzt mach dich nicht fertig, okay? Alles gut. Du bist ein guter, fähiger Spieler. Ja, ja, alles gut. Alles noch gut. Was ist denn unser langfristiger Plan? Ja, wie gesagt, du baust... Alter, er baut sich hier richtig fett ein. Ich baue Infanterie, oder wie? Du baust die ganze Zeit Freischäler, ich baue Paladine und dann Vollgas. Dieses Upgrade bräuchte ich einfach mal. Flug. Oh nein! Ja, und ich hol mir eine Universität. Ja, er hat meins auch. Ja, mach das. So, ich bin aber ab. Die sind mega passiv. Nee, der versucht schon ein bisschen was, aber oh Gott, ich bin schon wieder haust, ey. Leute. So, jetzt bauen wir hier hinten Häuser. On mars.
So, das brauche ich mein auch. Vorderer Markt wird jetzt abgerissen. Hinterer Markt steht. Oh, da wird ein Dorfbewohner gebaut. Ja, jede Menge. So, die Frage ist, wo baue ich die Burg? Ich habe noch keine Burg, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich habe noch nicht das Geld für eine Burg. Ja, das ist gut. Alles gut. Wenn du sie hast, dann baust du schön hier vorne deine Burg. Also da, beziehungsweise da. Okay, wo ist dein Marktplatz? Hinten jetzt. Hier. Oh. Okay, also ich baller auch hoch, Boom auch hoch. Du bist schon ab. Imp? Ja. Nicht? Ja. Okay, schade. Ich musste mich erstmal durch dieses Handelschaos kämpfen. Handelschaos? Ja, nachdem du einfach deinen Marktplatz abreißt, ja, und mir nicht davon sagst. Ich hab's sogar ich hab's gesagt. Nichts hast du angekündigt. Leute, jetzt bitte klippen, wann ich's gesagt habe. Ja, okay, gut. Das gucken wir uns im Video danach an. Highlight-Zusammenschnitt gibt es dann. Schön. So. Schön die Upgrades. Ey, so ein Eco-Spiel macht auch Spaß. Einfach mal wirklich ja? Kampf sein lassen und einfach nur auf sein eigenes Volk achten. Einfach mal, geht's meinen Leuten gut, ja oder nein? Scheiße. Ich weiß nicht. Ich finde so ein Spiel, wo Action schon da ist, so ein bisschen auch geil. Ich glaube, mit der Meinung bist du ganz alleine. Okay, Imp. Ja, ich. Er ist Imp. Ich? Ja, ich gut. Bin nicht jemand anders. Er ist Imp. Bin ich jetzt schon eher fit? Er, der Typ. Okay, ich baue jetzt die Burg da, wo du gesagt hast. Ja, kannst du da machen. Er baut jede Menge Bogenschützen, siehst du hier, Rattan Archer. Kannst du halt auch. Rato? Du kannst gerne Belagerungsunaga und so einen Quatsch machen. Nicht da! Nicht so weit vorne, nicht so weit vorne. Da war hast das du so aber hingepinkt. Nein, das war weiter hinten. Eieiei. Jetzt ist meiner Imp. Funke, ich will das nicht verlieren. Okay, der ist jetzt. Ich versuche auch gleich hochzuklicken. Versuch's. Ich gebe mir Mühe. Das weiß ich doch. Ich habe viele Leute momentan. Ja, wie viele? 110. Okay. Wie viel hast du? Weiß ich gar nicht. Achso, meinst du insgesamt? Insgesamt 140. 40? 140. 140? Ja. Okay, seine Bogenschützen kommen. Ja, aber die. Die haben Reichweite 6. Ja, meine Mönche haben Reichweite 9. Easy. Ja, aber scheiß auf Mönche mit Bogenschützen. Du machst schön Belagerungsunaga und dann ist. Okay, Burg ist durch. Stark. Was? Okay, nee, alles gut. So, was habe ich jetzt hier? Makes castles and towers stronger. Nein. Nee? Brauchst du nicht. Also für was? Nicht castles stronger? Oh Gott, der Markt ist noch ein echter 58. Ich baue Skorpione, Kollege. Nein, bau bitte Onager. Ah, Alter, gegen die Bogenschützen. Ja, Onager. Onager, sorry. Onager. Onager. Un peu Onager. Gegen was sind Skorpione gut? Gegen Infanterie. Aber ja. das wissen wir jetzt auch mittlerweile. Ja, aber warum willst du dann. Hier steht ein Marktkahn von dir rum, der stört mich. Ja, irgendwie bleiben die immer stehen. Ich ja, das war irgendwie. Halt, als ich den Markt abgerissen habe. Bau auf jeden Fall, wie gesagt, mehr Onager und nicht so viele Wood Raider, weil der wird auf jeden Fall ja, die alle zernichten, wenn die kommen. Womit? Mit ihren Bogenschützen halt. Okay, Sir Knütterich ist auch da. So, jetzt geht's gleich los, oder was? Ja, ja, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's hier gleich richtig ab. Ich entwickle irgendwas. Ja, stark. Dass meine Gebäude krasser sind. Okay.
Denk auch an Siege Engineers in der Universität. Ja. Gut. Oh, ich werde in der Mitte angegriffen. Da. Ich bin auch Imp. Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's los? Gut. 1300 Food. Hast du noch 100 Nahrung? Kein Bock zu warten. Siege Workshop Units have mehr Hitpoints. Das hole ich mir, oder? Ja, Siege Work. Was? KTK. Achso, das holst du. Damit meine Elite-Skorpione noch krasser sind. Wieso? Multi-Cue ist nicht an. Achso. Alter, das kostet alles so viel, dieses Belagerungszeug. Ja, es kostet. Hier stehen schon wieder Markern rum. Du hast immer noch einen Wegpunkt falsch gesetzt von deinem Mark. Deswegen stehen die da rum. Da hat deine Kahn. Hä, das kann nicht sein. Doch, doch, der Wegpunkt ist noch. Okay, Achtung, Kampf. Wo? Da seine Arbalesten Power Rangers. Ja, ja, schießen durch meinen Wald. Das ist egal. Ich schick meine Skorpione hin. Ja, schick mal deine. Die sind eh nutzlos. Schick mal deine Skorpione hin. Also im Sinne von. Ja, ja. Ich weiß doch. Ich mach mal Druck. Soll ich bei dir helfen, oder? Naja, momentan sind ja nur die... Ja, es sind nur Bogenschützen. Ne? Wenn du Onaga hast, dann kommen die überhaupt nicht weiter. Das ist gut für uns, wenn beide auf... 800 Food. Auf Dings gehen. Ich mach mal hier den Tradeway frei. Siege Engineers. Auch 500 Food. Eins, zwei, ach, alles nicht ideal. Wo wird hier gekämpft? Da! Da wird nichts gekämpft. Er greift ein Tor an. Können die da nicht hinschießen? Er greift ein Tor an mit seinem Tribok. Bau mehr Onaga. Ja. Und du hast immer noch Mangel nur. Du hast ein bisschen zu wenige Einheiten dafür, was gleich kommt. Ach, ich komme mal zu dir mit den Einheiten, die ich hier. Hey, entspann dich, okay? Ich bin entspannt. Ich habe hier gleich die super krassen Siege Onagers. Ja? Siege Onager. Ich glaube, du hast erstmal Onager. Ah, jetzt hast du Onager, ja. Mehr Onager, bitte. Ja, ich weiß nicht, wie man so viel Nahrung Nahrung brauchst du? Überhaupt. Ja, das braucht unendlich viel Nahrung. Ja, bitte. Uiuiui, ui, ui. Hallo Paladine. Ja. Wenn die mach die mal platt. Achtung! Super ja, Schuss! Bitte. Achtung! Ja, Mega Schuss! Ja, er kommt. Er ist weg! Kommt, los, geh rein! Los, ja, tu es! Achtung, Kabam! Oh! Bam. Ja, noch ein, tu es! Ich kite die! Ja, die gehen alle drauf, Freunde. Chemie hole ich mir noch. Soll ich jetzt wirklich nur Siege-Leute bauen, oder was? Bau das vor allem. Und dann deine Wood Raider. Und deine Wood Raider komplett upgraden. Okay. Ich bin nicht so schlecht gerade. Alles ist gut. Ich bin ja, gut. Ja, alles ist gut. Oh, das ist ja, hallo, ich habe die zweitmeisten Punkte. Ja, okay. Nicht ganz. Geht's? Okay. Falls du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Nee, ich habe ultra krasse Onager. Sollen wir da mal durchballern oder was? Ja, baller mal durch. Du kannst auch übrigens cutten, ne? Cutte einmal. Ja, aber wollen wir jetzt angreifen? Oder? Ja, cutte einfach den Wald hier einmal komplett durch. Greif halt nicht an. Oh, wie kommt denn der hier rein? Greif nicht an. Ah, er ist bei mir drin. Okay, egal. Nicht schlimm. Marco? Ja, nee, alles gut. Das ist easy. Das ist super easy. Das ist sogar besser für mich. Das ist super für mich sogar. Das hat er für mich ein Tor gebracht. Ey, der greift. Ey, jetzt wird's. Wenn der meine Handelsleute angreift, dann muss ich eingreifen. Ja, alles gut. Du schadest hier auch mir, Marco, gerade. So, ich habe jetzt aber meine Siege Onaga. Alter, ich habe so viel Geld. Ja, perfekt. Okay, ich gehe rein. Wo rein? Bei ihm.
Wer ist ihm? Knöterich? Nö, ich gehe bei Orange rein. Der hat mir schön das Tor aufgemacht hier. Soll ich zu Knöterich rein? Ja, ja, geh rein, mach Ärger. Ganz richtig jetzt. Und denk dran, auch jede Menge Wood Raider zu bauen. Also, die Infanterie. Ja, ich hab hier gerade Upgrades. Oh, das Tor ist offen. Das Tor ist offen? Ja. Nein, nee, nicht da ins Tor reingehen. Nein, du verlierst alle deine Einheiten. Wieso verschenkst du all deine Einheiten? Und da ist auch eine Burg. Ich locke ihn doch dahin. Ui, ui, ui. Jesus Christ, Mann. Oh, jetzt geh ich einmal rein. Ach, wir haben ja Pop 250. Ja klar, baller raus. Was ein Quatsch ist das denn? Freunde, ich zappel die ja alle kaputt, ey. Die können mir gar nichts. Ich fahr hier einfach durch. Ja, ich auch. Wo sind denn seine Triebblöcke? Ach, das sind meine dummen Skorpione. Oh, Elefanten! Ja, super. Dann baue, Die treffen nichts, meine Leute treffen nichts. Ja, dann baue jetzt Halberdiere. Also ganz doch, viele. Oh, hallo, alle weggesäbelt hier, überhaupt kein Problem. Aber ich hab jetzt den. Bam! Hast du? Oh, nice! Sehr gut. Ja, sehr gut. Hallo, die Unager sind ja ultra krass, die machen ja alles ja, kaputt. Deswegen sag ich ja. Da beide auf Bogenschützen gehen, das ist super. So ein Quatsch. Bam! Mit Pop 250 spielen wir hier, ey. Eieiei. Ei, ei. Ihr Tschüssburg! Als er sich bei mir durchgegraben hat, war super von mir. Mit seinen Elefanten! GG! Ernsthaft? Ja? Guck mal, die orangene Base. Ey, guck mal, wie ich hier einfach bei ihm rein. Ich mache hier einfach ein Drive-In. Was, Mumbo? Ich mache hier einfach Drive-Thru. Ich fahre hier mit meinen Leuten durch. Ja, mach das, mach das, mach das. Ey, alles, was ihr mir entgegengeschickt habt, habe ich kaputt gemacht. Ja, super. Nice. GG, Marco! War doch schön! Schön! War doch schön! Sehr gut! Uiuiui. Schön! Da hast du mir aber, kurz ein bisschen Herzfammel gemacht, als du den Wall nicht zu hattest. Ach, verquatscht euch. Ja, ich hab doch hier Speerleute. Das ist gut. Wir gucken mal rein hier, die Base von Knöderich. Bogenschützen. Aber guck mal, das ist schon krass, diese Onagère. Ja, ja, Onagère. Eieiei. Ah, das war schön, das hatte viel Gutes. Ja, die hatten aber auch viel Handel. Die hatten mehr, glaube ich. Ah, GG. Und danke fürs Mitspielen, ihr beiden. GG habt ihr ganz toll gemacht, Doc Lou und Herr Knöderich. Ich will mal gucken, wie viel wir gehandelt haben. Ihr habt 215 Pop erst, also. Ich bin halt so an 200 gewöhnt, dass ich baue dann einfach nichts mehr. Eieiei. Trade Profit hatte ich am meisten. Ja. Das ist mir das Wichtigste tatsächlich. Der Rest interessiert mich nicht. Gucken wir mal, Wirtschaft. Mhm. Mhm. Trade Leute. Profit. Schönes Spiel. Wir machen ein kleines bisschen Werbung, oder? Ja, bitte. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und sind danach wieder zurück mit dem absoluten Weihnachtsspezial, dem Marcotin-Spezial. Und wir sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Rage of Empires, der Festtags-Weihnachts-Edition. Wir sind alle in Weihnachtslaune und wir spielen direkt das zweite Spiel. Oh, da hat jemand seine Bauchtasche. Kann man auch hier? Ja. Wunderschön. Ist da dein Referat drin oder? Du, das ist alles schon fertig. Ja? Jetzt stellt mich nicht immer so hin, als hätte ich noch gar nichts gemacht. Aha. Das ist alles fix und fertig. Als wärst du, seit du den Auftrag bekommen hast, zweimal krank gewesen. Wärst einmal in Köln gewesen und ich war einmal krank. Im Urlaub. Ich war zweimal krank. Ja, ich war zweimal krank, ja. Aha. Aber 2019, dann nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr machen wir es. Nächstes Jahr ganz machen wir es. Ganz sicher. Ganz sicher. Ja. Das wird wunderbar. Hast dich gerade noch mal so über die Feiertage gerettet.
Ja, was hast du gerettet? Das sind die 4 Budapest-Bücher, die du ausgeliehen hast, kannst du alle lesen. Und dann Weihnachtsbaum. Nee, ich muss Budapest lernen. Ja, ich werde auch hier nicht beim Weihnachtsessen bei meinen Eltern teilnehmen. Hab gesagt, nee, ich muss was vorbereiten. Hab ein Referat. Du, ich will aber, ich meine es ernst, ich will wirklich detailliertes Fachwissen haben. Nicht nur so ein, die Stadt wurde 1604 gegründet. Nee, ich werde sagen, warum. Ich will wirklich detailliertes Fachwissen. Ich werde sagen, warum es Buda und Pest heißt. Nee. Ich will, was sind die wichtigsten Straßen? Nach wem wurden die benannt? Das ist ja Quatsch. Wichtige Persönlichkeiten der Stadt. Ja, ich will, dass du alles weißt. Das kriegen wir hin. In 2 Monaten kann man viel lernen über eine Stadt. Ja, das, auf jeden Fall. So. Ich werde euch auf eine Reise mitnehmen. Wirklich. Na, wohin? Als wärt ihr in Budapest. Weißt du, das wird wunderbar für euch. Ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich auch drauf, falls es irgendwann mal stattfindet. Ja, doch. Na ja. 2019 ist es soweit. So, wir haben jetzt 2 Varianten. Die eine Variante ist, wir machen eine Rematch gegen die Leute. Und wer war das? Zerknöterich und Dr. Lull? Wie heißt der? Dr. Lull. So ist schon mal ein neuer Nickname entstanden. Dr. Lull. Ja, und genau. Und gegen die beiden entweder ein Rematch oder wir suchen uns 2 neue und machen Quatsch-Maps. Mhm. Was sagst du? Was hättest du lieber? Ich hab Bock auf eine feine Map. Auf eine feine Map? Auf eine feine Map. Kein Rematch schreiben alle. Kein Rematch. Kein Rematch. Okay. Ich hätte mal Lust auf Nomad und wir kuscheln. Nicht kuscheln. Nee, dass wir mal wirklich auch uns irgendwie gegenseitig spüren. Ja, aber das ist Quatsch auf Nomad. Dass wir uns gegenseitig spüren, das fände ich wichtig. Okay, Land Nomad oder normales Nomad? Normales Nomad. Okay. Aber dass wir uns wirklich, also dass wir zusammen einen Haushalt aufbauen. Marco, ich will, dass wir enger zusammenrücken, dass wir heute die Chance, wir sitzen schon nicht mal nebeneinander, dass wir zumindest die Chance. Ich hab darum gebeten. Dass wir die Chance nutzen, dass wir ein bisschen enger zusammenleben, okay? Und dann, guck mal, an geraden Datumstagen machst du den Abwasch und an ungeraden Tagen mache ich den Abwasch, okay? Das ist ja, aber das hat bisher nie geklappt. System. Das hat bisher nie geklappt. Dann warst du krank, dann warst du weg, hattest einen Termin in Köln. Ja, okay. So, du erstellst. Ja. Schön Nomad und dann will ich handeln auf so einer ganz, ganz kleinen Ebene. So, Spiel ist offen. Handeln auf einer ganz kleinen Ebene ist der größte Quatsch, den ich einmal bei euch gesehen habe. So. Also, das Passwort ist. Ja, was? Ich kann nicht. Hab ich doch schon gesagt. Passwort. Dr. Lull. Passwort. Passwort. Ich komm nicht rein. Was? Doch, klar. Da bist du doch. Ja. Passwort ist Passwort. So, ich spiele aber mal die Inkas jetzt hier. Du die Inkas? Nee, ich will. Warum gibt's Mega Random nicht mehr? Und heute bei uns Drache Krotenius und Zarvo. So, Zarvo müsste, glaube ich, rejoinen, weil er hat dieses Latency-Problem, dieses R davor. Ist auch so ein HD-Quatsch-Problem. Ich muss Rot nehmen. So, und du machst Nomad? Ja, wir machen Nomade. Kannst du mal kurz für die Unwissenden da draußen Nomade erklären? Bei Nomade fängt man ohne ein Towncenter an, sondern nur mit 3 Dorfbewohnern und man kann selbst entscheiden, wo man sein Towncenter baut. Und wir bauen es, ich will, dass es direkt nebeneinander ist. Kein Teilabstand. Direkt nebeneinander. Wirklich, dass wir uns gegenseitig wärmen. Also es ist ein Handicap, ne? Das kriegen wir hin. Ja? Marco, unsere Gemeinschaft, unsere Liebe ist kein Handicap. Das ist wieder so eine Quatsch-WG. Es ist das hier. Sagte, es gibt halt in dem Moment, wo ich nach Hause komme, will mir was zu essen machen und ich sehe keine Teller. Dann gehe ich dir ins Zimmer an und dann sehe ich einen Stapel voller Nudeln mit Lachs. Tag wasche ich ab und an jedem ungeraden Tag wäschst du ab. Ist doch sehr leicht. So, Zarvo muss rejoin. So, Zarvo. Wir brauchen nochmal Zarvo, bitte. Bitte Zarvo. Lass Zarvo seinen Platz. Bitte lass Zarvo rein. Bitte lass Zarvo sein. Nein, Platz. Das ist nicht Frängel, raus mit Frängel. Dir, Frängel. Nein. Ihr verzögert nur das Spiel. Zarvo, da Zarvo, ist er. Wieder. Wunderbar. Okay, er hat immer noch das R-Problem. Aber komm, das wird klappen. So, Nomad. Aber können wir auch eine Wintermap machen? Also vom Aussehen? Das ist zufällig. Leider. Das kann man nicht beeinflussen? Nein. Okay. Das kannst du in Warcraft beeinflussen, ob die Sonne scheint oder. Obwohl, ja, stimmt, kannst du wirklich. Los geht's! Los geht's. Ah. Hab ich überhaupt Ton? Schon, ne? Bitte? Aber wir müssen rausfinden, wo wir sind. Wo wir uns zusammenfinden. Ne? Ja, das ist ja Quatsch. Ja, doch, das kriegen wir schon hin. Such ich einen Platz und du kommst dazu oder. Oh, Äthiopien! Wikinger, okay. Berber und Franke sind die. Ai, ai, ai. Oh, ich hasse Äthiopien. Aber Wikinger sind geil. Diese scheiß Elefantenvölker. Oh, ich habe eine Menge Schafe. Perfekt. Aber. Ping mal, wo du bist.
Ja, ich bin an drei verschiedenen Orten. Ja, okay, da ist lass uns lieber im Osten suchen, oder? Ah, hier sehe ich einen Dorfbewohner von dir. Im Osten? Im Osten, ja, ich komme rüber. Ach. Okay, ich bringe eine Menge Schafe, die gehören aber auch wirklich mir. Ich habe da meinen Namen. Ach, du teilst da auch nicht? Hey. Wir starten noch keine WG im Streit. Oder doch? Weiß nicht. Jetzt ping mal, wo wir hinziehen. So, hier. Da hin? Sowas oder wo bist du gerade? Ich bin jetzt gerade hier, hier und hier baut einer einen Hafen. Ja, okay, dann komme ich zu dir zum Hafen. Ja, komm mal ein bisschen weiter runter. Warte mal. Ich komme da runter. Und dann ich mach mal so hier in der Mitte. So genau, einfach zwischen all den Okay. Ja, wir gucken mal, ob da irgendwo... Hier sind noch zwei Wildschweine, da bin ich gerade. So, ich darf noch keinen... Hier ist Stein schon mal. Also, ne, hier. Wo? Ich habe auch hier ein Wildschwein. Okay, ja. Aber wo bist du? Ich will, dass sie wirklich Teil an Teil sind. Hier. Okay, das wird die größte Qualität. Aber hier sind Feinde, mein Schaf ist verschwunden. Ja, ich war das. Ach so. Hier sind auch Rehe. Lass uns mal genau hier hinziehen, jetzt genau in diesen Steinspot. Okay, dann bau du deinen TC, ich baue meins direkt daneben. Okay, ich muss mal gucken, dass es auch passt. So. Das ist so ein Quatsch. In Banyan. Oh Gott. Das dauert so lange. Okay, du kriegst zwei Schafe, ich krieg vier. Das ist fair. Bitte? Ich krieg die Wildschweine, okay. Naja. Jeder kriegt ein Wildschwein. Ja, ich hab da unten noch eins. Also ich wette, die Gegner sind direkt bei uns. Alter. Ja, direkt gegenüber. Ich scoute mal ein bisschen mit den Schafen. Ach, guck mal, das ist eine geile Base. Guck mal, wir sind hier ab. Hier ist Wald, hier kann man super wallen. Wir sind wallen willst du? Oh, das wird der größte Quatsch, Leute. Das ist eine super gute Idee. Okay, pass auf, ich bleib einfach bei dir. Das ist eine super gute Idee. Hier oben sind noch Schafe. Ja, hol dich. Ja. Aber warum Äthiopien? Die haben diese Rattenbogenschützen, ne? Nein, die Rattenbogenschützen, die Ratternschützen haben die Vietnamesen. Ratten? Was hatten die Äthiopier? Die hatten auch die. Die hatten Schotelkrieger. Aber brauchst du nicht. Das geht. Brauchst du nicht. Nein, du baust einfach Bogenschützen. So, und die haben Chevaliere, ja, aber kein Bloodlines. Genau. Deswegen. Aber gute Belagerung. Ich glaube, ich gehe wieder auf Belagerung. Das hat mir Spaß Bogenschützen gemacht. Bogenschützen und Belagerung. Kannst du machen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, das ist doch schön. Ja, weil du einfach durch alles durchfährst und alles stimmt. Kaputt machst. Ja, das ist halt der Quatsch, wenn du halt wirklich unfassbar viele Onaga hast und dann noch ein paar Hilebardiere oder so ein Quatsch noch dabei hast, dann rasierst du. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir uns nicht ständig die Schafe hin und her. Nee, du kannst gleich zwei von mir haben. Ich habe auch Fisch gleich. Und, Sieht das bei dir auch so verbuggt aus mit dem TC? Dass das hier so überlappt? Ja. Das ist halt, wie gesagt, dieses Kuscheln. Da müssen wir mal mit dem Vermieter sprechen. So kann das eigentlich nicht sein. Nee, das kann dann nicht so bleiben, nee. Ach Gott, ich hab Haus vergessen. Nee, das kann auch nicht sein. Kann ich mir ein Haus von dir leihen? Das war mir so klar, dass wir damit jetzt schon anfangen. Weißt du, dann mache ich erstmal Loom. Ja, mach Loom. Loom. Hast du direkt ein Wildschwein, kannst du auch noch nehmen dann. Aber. Loom. Ja. Das heißt, du gehst in Süden in See und ich gehe im Osten ein bisschen an See? Ich bin hier am See. Da ist mein Hafen. Hier unten sind noch Bären. Und da sind noch Rehe. Da sind Rehe. Wir haben jede Menge Nahrung. Und hier ist Gold. Ey, guck mal, das ist eine geile WG. Ja, doch, bin jetzt immer zufriedener, sag ich mal so. Um jetzt ehrlich zu sein. Das ist, ja. Hier unten sind auch noch mal Rehe. Eieiei. Aber konntest du dir schon einen Hafen leisten? Klar, kannst du dir auch am Anfang. Ich glaube, ich habe zu viele Häuser gebaut. Warum baust du so viele Häuser? Ich habe nicht so viele Häuser. Ach komm, das Wildschwein, aber kann ich da selber auch ein bisschen anknabbern? Ja. Ich komm mit ran. Ja, ich hatte jetzt sonst noch das eine Schaf hier, was scoutet die ganze Zeit. Ich kann mir noch keinen Hafen leisten. Ist das hier das schon das Meer oder ist das nur die Meer? Innen drin nicht. Sondern lieber draußen. Außen ans Wasser. Du bist ja Wikinger, du hast billigere Häfen. Ja, aber trotzdem hättest du dir leisten können. Wie viele Häuser hast du denn gebaut? Zwei. Warum? Obwohl, bei zwei hättest du... Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Okay, verstehe ich. Du, ich bin hier als Hauptmieter eingeschrieben. Ne? Du bist als Hauptmieter eingeschrieben. Ja, wenn hier schief läuft, ist mein Problem. Du, also...
Ich gehe gleich an dein Schaf. Ach Mann, jetzt kann ich mir keinen Hafen leisten. Das ist echt doof. Ja, du hast aber gleich hier Dings in der Nähe. Hol doch das Wildschwein jetzt erstmal, genau. So, was ist der Langzeitplan, Marco G? Ja, erstmal überleben. Okay. Agnes macht das. Und, Huschasmitter. Ja, also ich habe ja die Äthiopier. Ja, da machst du Bogenschützen und machst Siege. Bogenschützen und Siege. Ja, kannst auch, hast du Heile Badire oder so ein Quatsch? Ja, die habe ich bis zum Ende. Oh, dann bau die doch noch dazu. Hast du aber die ganze, Ich habe die alles. Das ist alles? Ja, sicher. Auch die Defensiv, Upgrades und sowas? Ich glaube schon, ja. Ach man, ich kann mir keinen Hafen leisten. Ja, siehst du. Über alles. So, hab ich alle Defensiv-Upgrades. Ich guck schon nach. Ja, hab ich. Hast du? Ja, ich hab nur Pferde, nicht alles. Okay. Aber ist okay. Ja, also ich werde auf Berserker gehen. Und mal gucken, dass ich auf Wasser noch ein bisschen Quatsch mache. Irgendwie hat's bei mir nicht so gut. Hat's bei mir nicht geklickt. Wie geklickt? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich ganz weit hinten, aber ich weiß nicht warum. Ja, das liegt Hafen. Ah, was heißt weit hinten? Nee, nee, das kann auch Scouting sein. Also mach dir keine Gedanken, das ist nur alles okay. Ja, Scouting bin ich irgendwie immer hinten. Ja, das sowieso. Aber jetzt haben wir keine Bären. Doch, Bären sind hier einmal und hier einmal. Und hier unten sind noch Rehe. Alles da. Alles im Haus. Alles eingekauft. Ach, ich habe keine Schiffshotkeys. Scheiße. Aber du hast keine Schiffshotkeys? Das ist ja. Du hast doch schon mal auf mich gegen Wasser, auf Wasser gespielt. Ja, aber ich muss sie doch alle 20 Minuten neu einstellen. Du kennst das doch. Du kennst doch das alte Leid. Ja, das kenne ich. Welche macht er? Dip, 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 dip. 1, 2, 3. Dip, 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 dip. Ja, ich scoute auch mal ein bisschen, einfach ein paar Punkte zu bekommen. Wie du das. Oh, da kommen die Roten. Ah, nee, das bist du. Das bin ich. Die Roten. Die Rotröcke. Was war wirklich das Highlight in Rage of Empires dieses Jahr? Oh, gab's mehrere. Es gab so viele, ne? Also, einerseits natürlich das, was sich im Februar wiederholt, dass die Profis kommen. Übrigens auch, nochmal zur Info, am 15. Februar sind die Profis wieder auch hier bei uns im Studio, weil sie natürlich wieder in Hamburg sind bei Nelis Apartment Cup Teil 2, was komischerweise schon an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ohne. Was? Ohne dass alle das wussten. Komisch. Ja. Das wird toll. Und das wird super. Aber ich mochte auch die Racheaktion dann. Fand ich auch dann im Nachhinein sehr witzig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Das glaube ich euch, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Das war toll. Ihr seid so welche Wichser. Das ist für mich der Satz des Jahres. Hab ich nicht Paar gesagt? Habe ich wirklich welche? Das stimmt, ihr seid so Paar Wichser. Irgendwie sowas. Ihr seid so ein Paar Wichser. Was sagt der Chat? Yes. Genau. Oh, ich auch nicht. Jetzt laggen wir leider. Jetzt laggen wir gerade. Aber das ist Zavo. Das könnte dieses Problem sein, von dem ich gesprochen habe. Aber das hoffe ich nicht. Drück mal auf weiterspielen. Continue Game. Nämlich im größten Problemsfall ist jetzt Zavo raus. Zavo. Player dropped, ja. Sag ich ja. Zavo ist raus. Fuck. Können wir jetzt safe. Ist es denn durch, oder was? Ah, nee, er ist wirklich disconnected komplett. Oh. Ja, müssen wir nochmal neu machen. Ach komm. Ja. Raus! Ja, er ist raus, komplett. Raus. Er konnte nicht mal mehr. Wir konnten nicht mal mehr das Spiel speichern. Ach Leute. Ja, das schade. Es ist dieses Problem. Und aber mal, wollen wir das nochmal mit Zavo probieren oder? Das wäre so. Ne, die dürfen kein R in eckigen Klammern drin haben. Es kann da dann eben vorkommen, dass Leute droppen. Oh, wir hätten so einen guten Spot gehabt. Guck dir das an. Ja, es tut mir leid jetzt für Zavo, aber ich glaube, wir können es nicht nochmal riskieren, dass er nochmal rausfliegt. Das ist einfach ungünstig, wenn wir hier eine Sendung. Ich mache alles nochmal neu auf. Florentin, sei auf Zack. Bist du auf Zack? Nein. Jetzt komm, alles nochmal neu. Nach einem Spot geht es nämlich weiter und dann hoffen wir, dass wir genug Spieler finden. Läuft.
Deine Freiheit. Dein Weg. Dein Antrieb. Die Phoenix 5 Plus Serie mit Spotify. Beat Yesterday mit deiner Garmin. Zurück, liebe Damen und Herren, bei einem neuen Versuch, dieses Spiel zu starten. Wollen wir jetzt nochmal komplett neue Leute oder wollen wir jetzt den... Wie wollen wir das machen? Wie hieß der andere neben Servo? Das sind deine Leute, die schlafen in deinem Zimmer. Das sind unsere Leute. Das sind deine Freunde, die hast du eingeladen. Die haben jetzt mein Gamecube geklaut und was jetzt bist du für die Fahrt? Das waren Freunde von einem Kumpel, die sind aus Bonn angereist, sind BWL-Studenten. Was weiß ich. So, Florentin hat das Spiel nochmal offen, weil es gerade bei mir nicht geklappt hat. Leider alle das Problem gehabt haben. Dann probieren wir es jetzt mit Florentin. Aber wo ist jetzt Nomad hier? Bei Game Map? Genau, Location. Bei Location? Genau, Nomade. Ist ja kein Game Mode. So, okay. Das Passwort ist Passwort mit einem S. Und jetzt einfach die ersten beiden, die joinen, oder? Die ersten beiden, die joinen. Gucken wir mal. Es ist wirklich sehr, sehr leid an den, der gerade mit uns gespielt hat. Du warst auf jeden Fall MVP, du hast das super gemacht. Ja. Aber jetzt Passwort mit einem S ist das Passwort für dieses Spiel. Das Problem ist, die kennen jetzt unsere Strategie. The Chosen One. Und wieder. Und wieder sind am Start. Jetzt. Sehr gut, gefällt mir. Oh, nee, wieder hat dieses R-Problem. Das, was ich angesprochen habe. Wieder muss entweder rejoinen, also nochmal komplett ausmachen und nochmal anmachen und dann rein da. Dieses R, darum geht's. Aber es haben beide, bei mir haben beide das R. Bei mir hat nur wieder das. Dann schmeiß ich wieder raus. Nee, lass mal wieder. Ist besser. Okay. Vielleicht wird wieder selbst. Aber oder? Auf Wiedersehen. Das ist aber. Dann halt mach den Spotwegs wieder auf. Oh nee, das tut mir mega leid. Aber es tut mir leid. Ich glaube, es liegt daran. Das ist halt blöd, wir können das halt nicht riskieren, dass jemand disconnectet wird. Das ist halt super blöd. Ach. Nein. Nike, sehr schön, Nike ist am Start. Was, Nike? Bei dir haben beide das Problem. Wir können es ausprobieren. Aber ich weiß es nicht, ob es klappen wird. Alles klar, Nike ist am Start. Komm, wunderbar. Wir probieren es. Okay, aber das tut mir leid für wieder. Er hat ja genau dasselbe Problem. Ach. Ja, es tut mir leid. Das ist wieder, doch Viper. Nike, machst du noch ein Team? Ja. Nike, du müsstest noch Team 2 machen. Ansonsten Nomad, ich mache wieder 300. Ach, das tut mir so leid. Das sind auch wieder so ein Lörgold wäre nett. Bei Mara darf Lörgold ist zu stark. Ja, der darf bei Mara nie mitspielen. Ich bin ja für Lörgold. Ich bin gegen Lörgold. Du bist gegen Lörgold? Lörgold ist zu stark. So, jetzt machen wir wieder WG. Wir kuscheln wieder, aber Inder. Oh, ich bin wieder in Äthiopien. Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Oh, wir sind hier gleich zusammen, Florentin. Hier stehen zwei Dorfbewohner direkt nebeneinander. Ja, da bauen wir direkt. Hier bauen wir gleich. Ja? Ja. Ich habe auch Schafe. Oh, Florentin, ich habe keine Schafe. Bei mir bewegt sich niemand. Ja, alles gut. Das ist... Florentin, das ist, glaube ich, unser Spot. Wirklich? Ja, das ist unser Spot. Wo? Ich baue mein Towncenter jetzt hier. Ja, okay, baus. Fettzimmerwello. Da bist du ja. Okay, alles klar. Cool. So, ich gebe dir zwei Schafe schon. So, hier oben ist direkt Wasser. Wo? Aber immer am Rand das Wasser nutzen. Aber soll ich jetzt direkt einen Hafen bauen? Ja, das ist clever. Ein Hafen und ein Haus. Jetzt glaube ich nicht aber alle meine Schafe. Habe ich denn überhaupt genug Holz? Ja, du hast jetzt noch 200. Nachdem du das Towncenter in Auftrag gegeben hast. Richtig? Ja. Hafen kostet 150, Haus kostet 30, hast noch 180, hast noch 20 Holz übrig. Du, ich vertraue dir da. Du bist gut in der Mathematik. Ja, war ich immer der Beste. Ach, Quatsch. Nee, ist auch Quatsch. Du warst ein sehr guter Schüler, glaube ich, Marco. Ist irgendjemand aus meiner Schule gerade im Chat und kann das mal bitte bestätigen oder eben widerlegen? Aber man baut erst das Haus, ne, und dann den Hafen. Wieso? Hafen, Haus? Weil ich sonst nicht mehr produzieren kann, glaube ich. Doch, du hast ja genau zwei Pop und du kannst eh kein Schiff bauen. Die haben schon wieder super krass viel Punkte, die beiden. Ey, die haben noch keine Ressourcen ausgegeben, ne? Ich habe irgendwie Minderwertigkeitskomplexe, was Punkte angeht. Wir haben auch ein Schwein. Florentin, wir haben ein Schwein. Ja. Wir haben ein Schwein im Haus. Ja, mein Schwein. Das Ding ist halt, ich habe jetzt noch keinen Hafen gebaut, weil ich alle Dorfbewohner jetzt hier schon hatte. Hier sind noch mehr Schafe, sehr schön. Aber muss man da nicht früher auf Holz gehen, wenn man einen Hafen hat? Nee. Also das Ding ist halt, je nachdem, wie deine Nahrungssituation hier ist, kannst du natürlich dann schneller einen Hafen bauen oder eben
nicht. Also besser ist es halt, den Hafen jetzt schon zu haben, dann kannst du... Ja, aber jetzt kann ich mir kein Boot leisten. Ja, das ist ja auch okay. Du gehst ja dann jetzt gleich auf Holz mit 2 Dorfbewohnern oder sowas. Gut, also muss man doch früher auf Holz gehen. Ja, genau, wenn du hast halt 6 Dorfbewohner, gerade. Dann hast du halt 2, 3, 4 auf Holz. Oh, da ist ein Schaf. Moment. Marco? Ja, ich gehe ja nicht ran. Ich dachte, wir teilen hier ein bisschen. So frech. Nee, ich dachte, wir teilen auch mal. Ja, von mir aus. Aber dann habe ich halt nichts mehr. Nee, ich hab hier noch 2 gefunden. Nee, jetzt ist wurscht. Jetzt ist wurscht. Es ist immer schwer einzuschätzen, wie viel man scouten muss, ne? Weil eigentlich ist ja Scouten schon... Eigentlich musst du sehr viel scouten. Oh, hier ist ein Schaf vom Gegner. Aber scouten mit Dorfbewohnern ist halt... Nein, mit Schafen. Ja, die gebe ich aber nicht her. Doch. Die müssen doch sterben. Nein. Das ist doch deren Aufgabe. Nee. Das ist doch Quatsch, Leute. Das weißt du selbst. Ich glaube nicht, dass ich mir ein Schiff leisten kann, bevor ich das nächste Haus bauen muss. So, ich baue jetzt meinen Hafen mal. Du hast schon wieder so viele Leute. Ich habe gar nicht so viele. Es sind gar nicht so viele. Okay. Ich glaube, ich kann mir wirklich kein Haus, kein... Alles gut. 1, 2, 3... Dip, 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 dip. Ich hab gleich kein Nahrungseinkommen mehr. Alles gut. Gut, es läuft, ich sag's dir. Fazzimabello. Ist jetzt Italiener? Ja, gehst du mit. Okay, nimm's. Nimm jetzt hier den. Boah. Okay. Ich scoute ein bisschen hier, hol mir noch ein paar Schafe. Ja, mach das. Und versuche ein Schwein zu finden. Ansonsten, ich habe wieder die Äthiopier. Du bist jetzt Inder, ne? Das ist natürlich eine ulkige Kombination. Ist eine Mega-Kombination. Ja? Ja. Warum? Gehst du auf Bogenschützen und ich gehe auf Imperiale Kamelreiter. Bam. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin nicht so der beste Bogenschützenspieler. Das ist wirklich meine... Oh Gott, Entschuldigung. Das ist wirklich mein Achillesknie. Bogenschützen. Ja? Da kann ich ein Achillesknie? Irgendwie reizt mich das nicht, Bogenschützen. Okay, dann lass es. Dann spiel was anderes. Spiel, was du möchtest. Ich kann mich doch auch anpassen. So ist es nicht. Wirklich? Ich kann auch auf berittene Bogenschützen gehen und du gehst auf was anderes. So, jetzt glaube ich, habe ich schon fast wieder genug Holz. Oh, hier sind 2 Schweine. Nice. Hol sie dir. So, natürlich nicht vergessen zu hochbohren. Die sind knallhart. Ich glaube, die sind ganz gut, die beiden. Meinst du? Ja, ja. Wirklich. Da ist so langsam. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Das ist so langsam. Er vielleicht spielt er sonst auf schnell. So, er ist wahrscheinlich so ein Wubi-Spieler. Von diesen knallharten Wubi-Leuten. Ja, das kann auch sein, ne? Deswegen ist er auch so gut. Ja, gesmurft werden ist natürlich nicht schön. Das kenne ich. Nee, das würden Rage of Empires Zuschauer niemals tun. Meinst du? Nein, dafür sind die viel zu ehrlich. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Sind schon ein paar Haudegen dazwischen? Nee, aber nicht so. Das finde ich jetzt nicht nett von dir, dass du solche Unterstellungen jetzt hier machst. Nee, ich unterstelle ja noch niemandem was, aber seine Punkte sprechen nicht für seinen Elo. Naja, aber du machst es halt auch salonfähig. Diese Art von Kommentaren. Und das irritiert mich. Das tut mir leid. Okay, dann nehme ich das zurück und es tut mir leid. So, was ist der Plan jetzt? Warum ist... Du hast Kamele? Ich baue dann Kamele und hoffe, dass das eine gute Idee ist. Was sind die nochmal? Warte mal. Die sind Berber und Türke. Oh, Türke. Was heißt das? Berber-Türke? Also Türke ist gut im Late-Game. Berber ist gut gegen Cover Archer. Also gut, da brauche ich gar keine bauen. Also brauche ich... Ist der Plan... Fällt schon mal... Ist schon mal passé. Hallo. Nein, kein Leck! Bitte nicht lecken. Nicht Nein, lecken. Kein nicht, Leck! Oh, nicht lecken. Kein Leck. Aber es bewegt sich. Mann, was macht ihr denn? Oder sind wir vielleicht auch schuld? Nein. Oder? Nein, eigentlich normalerweise sollten hier die... Ach komm, Leute. Aber es geht. Ja, okay. War nur kurz. Ist wohl jemand rausgetappt kurz. Gelangweilt einfach. Gelangweilt. Aber schön, Gäste diese Geisterbahn nebenbei aufgenommen. Okay, bei mir wird's langsam. Ja? Schön. Also. Im Verhältnis. Ich will noch ein Boot bauen. Ja, mach.
Ganz also du meinst jetzt den Chosen One, oder was? Der so krass sein soll. Ja, ja. Gute Punkte, auf jeden Fall. Guter Start. Der hat viel gescoutet vielleicht einfach nur. Auch möglich, auch möglich. Lass dich davon nicht einschüchtern. Ja, nee, ich bin tiefenentspannt jetzt. Oh, ich glaube, ich habe meinen Hafen an dem See gebaut. Hast du den außen gebaut? Hafen am See. Oh, shit. Hafen am See, ich singe Hafen am See. Warte mal, was ist das für ein freches Feld hier? Was soll das denn? Das ist klar auf meiner Seite. Jetzt mal im Ernst, hier ist die Linie. Ist es dein Ernst? Ja, wie Linie? Das ist doch wohl offensichtlich, wo meine... Hallo, hier, nimm deine rote Frau da aus meiner Woodline. Was ist denn das für ein... Hä? Wir teilen uns hier alles. Ey, so hatten wir aber nicht gewettet. Dude, ganz ehrlich, wir haben gesagt, wir können uns auch mal das Geschirr des anderen nehmen. Oder auch mal den Joghurt des anderen Marc, essen. Marc, also das ist Quatsch. Warum? Ach shit, ich kann doch gar nicht in die Dingszeit hochklicken. Kann ich auch eine Mine bauen zum Hochbauen? Wie zum Hochbauen? Zum Hochklicken brauche ich eine Mine? Ja. Eine Mine kannst du auch bauen. Oh, das wirft mich jetzt stark zurück. Oh, bin ich doof. Ich wusste nicht, dass man ein Gebäude braucht, um nicht vor der Zeit zu klicken. Ist das dein Ernst? Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das ist jetzt dein Ernst? Das hatte ich nur nicht auf dem Schirm. Ja, aber wie lange? Nee. Scheiße, das wirft uns stark zurück. Das uns. Tut mir leid. Ja, uns. Na gut. Ach, das tut mir leid, Leute. Also ich entschuldige mich jetzt vor allem für meine eigenen Dorfbewohner. Für die tut es mir wirklich leid. Das, oh fuck. Was? Das wirft mich echt zurück. Ja, also ein Bergarbeiterlager zählt. Ja, ja. Als Gebäude. Ja, ja. Alles außer Häuser oder so ein Quatsch. Kaserne zählt, Bergarbeiterlager zählt. Holzfällerlager zählt, Mühle zählt. Hast du keine Mühle? Nee, wozu? Nee, jetzt habe ich auch eine Mühle gebaut. Okay. Beeren zu. Ich kann mir echt vorstellen, dass ich hier meinen Hafen im See gebaut habe. Wo hast du den genau gebaut? Ping mal. Ja. Ja, das ist ein See. Ja, das ist ein See. Naja, aber das ist ja nicht so wild. Naja, das sind jetzt 5 Schiffkutter, die ich gebaut habe, die sicher mir Nahrung geben. Ja, okay, wenn da viel Nahrung ist, dann perfekt. Versuchen wir es natürlich auch ein bisschen schön zu reden. Aber ganz falsch ist es nicht, Marco G. Ja, ja, nee, das ist, kann man machen. Dann kommt jetzt der Chosen One. Na, noch nicht. Hab ich Gold gefunden? Okay. Also wirklich, das ist unser Gold. Also, obwohl wir haben ja hier auch noch Gold. Puh. Ich war mir mit dem Spiel vorher sicherer. Ja? Ja, da hatte ich irgendwie ein besseres Gefühl. Jetzt habe ich so ein mulmiges Gefühl. Warum hast du so ein mulmiges Gefühl? Woran liegt das? Kann ich das irgendwie entfernen? Du hast mir zum Flohen ins Ohr gesetzt mit diesem The Chosen One. Das ist ja so ein super krasser, dass der Viper ist oder so. Ja, der ist Viper. Siehst du, jetzt ist der Castle Age. Ich bin aber auch Castle Age und ich bin nicht Viper. Von daher. Du bist Castle Age? Ja. Okay. So. Ey, ich mache eine mega schnelle Ritterzeit einfach aus Verlegenheit. Aus Verlegenheit? Ich weiß nicht, weil ich es zufällig genauso gerade schaffe. Ja, das passt ja auch genauso. So spielt man das. Aber ich brauche keine Kaserne, um in die Ritter zu kommen. Nee, es wäre aber. Ja. Ja, wäre auch schön. Dann könntest du Bogenschützen bauen. Ja, brauche ich nicht. Also. Du verteidigst mich ja. Ich verteidige hier wieder alles. Ja, natürlich. Ach Gott. Ach Mensch, das ist doch schon wieder ein Käse. Oh, kannst du. 70 Holz zu wenig, das ist natürlich ärgerlich. Wenn ich die hätte, dann ging es mir richtig gut. Aber wir sind vorne. Ja? Wir sind punktetechnisch vorne, weil du so gut bist. Ich bin so gut. Du hast viele Punkte. Ja. Ich baue meinen Markt ganz nach rechts. Ich glaube, wir haben hier Markt, daran denke ich noch gar nicht. Ich glaube, wir haben ja jetzt hier den Osten eigentlich mehr oder weniger für uns. Oder? Wie schätzt du es ein? Bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Hier ist der Gegner. Hier ist blau. Da ist ein Markt. Ja, das war super. So perfekt. Ist wirklich perfekt?
Oh, shit. Ja, ich baue nur Nonsens, aber vielleicht geht sich so bist du ab? Geht sich durch Zufall so halb aus. Ah, bist du schon oben? Nee. Was? Ach, du bist es schon. Wie denn? Ich bin. Gar nicht möglich. Ja, aber auf Nomad zählen aber auch andere Zeiten. Da kannst du jetzt echt nicht irgendwie hier von... Nein. Das sowieso. Das zählen ganz andere Zeiten. Das sowieso. Eben. Aber du hast noch nicht hochgeklickt. Doch. Ach so, okay, siehst du, dann das wollte ich wissen. Perfekt. Die Frage ist nur, wie ich jetzt das Beste draus mache. Hier. Hochgeklickt zu haben. Ritter natürlich. Aber ich habe kein Bloodlines. Ja, das ist. Deswegen sagte ich ja Bogen, Schützen. Ja, aber die haben keinen konkreten Vorteil in der Ritterzeit. Schoten. Doch. Doch, Daumenring. Oh, hast du Daumenring? Oh, ich glaube schon. Oh, erst Castle Age. Shit, das war's. Nein, alles gut. Puh, das wird ein intensiver Fight, glaube ich. Ja. Oh, Holz ist meine Nemesis. Ist der Nemesis? Ja. Ich bin gleich Ritterzeit und weiß nicht, was ich damit machen soll. Hast du jetzt einen Stall gebaut oder hast du Dings gebaut? Ich habe noch kein Holz für Stall, ich habe eher nur eine Kaserne. So geht's, you name. Eieiei. Das war dumm. Ich hab intuitiv reagiert aus dem Bauch heraus. Das ist nie gut. Ja. Das tut mir leid. Das war ein Alles bisschen gut. meine Schuld jetzt. Und du bist sogar noch vor mir Ritterzeit. Ja? Was heißt denn sogar? Der wird gleich irgendwie eine Burg hier droppen, oder? Vielleicht. Au. Ich hasse Bogenschützen. Ja, du musst nicht. Ja, aber wenn die gut sind, mache ich das doch von mir aus. Nee, wenn du sagst, es ist dein Nemesis. Schneller, das ist schon okay. Ja, aber wenn du sagst, es ist dein Nemesis, dann ist es. Naja, Nemesis ist jetzt. Das sind so dramatische Begriffe. Ja. Ach, ein Kloster wäre perfekt gewesen. Das ist ein Vorteil, den man auf Ritterzeit hat. Ja, das könntest du auch. Dass man ein Kloster bauen kann. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Hast du kein Holz mehr? Kannst du mir 1000 Holz schicken? 1000? Ich habe noch nicht mal einen Mark. 200? Ich habe keinen Mark. Was? Oh, da sind Kamele, aber die sind von dir. Das sind meine. Ja, jetzt habe ich hier 5 Schiffe umsonst. Salam. Haben die gute Mönche, die Äthiopier? Oh, der wollte auf Stein gehen hier gerade, der Schelm. Ah, oh, dieses verdammte Holz. Ich habe auch kein zweites Holz für ein Lager. Das sind so die Basics, die dann irgendwie aus irgendeinem Grund wieder untergehen bei mir. Aber das passt schon. Ich mach Stress bei ihm. Salam, ne? Sehr gut. Du musst das alleine gehören. Warum? Ach, diese Schiffe, ey. Das ist echt eine Schande. Soll ich die kaputt machen? Schon, ne? Eigentlich muss man die zerstören. Ja. Wie? Deine eigenen? Ja. Nein! Ja, was soll ich denn machen? Die liegen im See. Ja, dann bau Reusen. Jede Menge Holz abbauen. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Oh, gut. Aber du hast recht, es wäre natürlich besser gewesen. Ich bin zu impulsiv in diesem Spiel. Okay, ich habe sie jetzt ein bisschen geärgert. Sehr gut. Jetzt ist auch Holz langsam online. Ich habe wirklich keine einzige Militäreinheit. Das ist okay. Ich vertraue dir einfach, dass du das schon machst. Was schreibt er? Hallo.
Weil du super krass bist, oder was? Ich greife ihn an. Ja. Super. Okay, er hat hier seinen Dorfbewohner eingewollt. Er hat eine Burg gebaut. Okay, er. Okay, ruhig bleiben. Ja, ja, ich bin ruhig. Alles gut. Gut. Ich baue einen T10. Finde ich gut. Ich glaube, ich hole mir noch. Oh, ich habe so viele Reliquien. Wird so reich sein. Wird so mega reich sein. Und mir Upgrades für Einheiten, die ich nicht habe. Oh Leute, ey, ich werde der Reliquienmeister. Das ist mein Vorteil. Das ist der Vorteil, den ich mir erkauft habe. Reliquienmeister. Ja. Okay, also ich habe jetzt ein TC, meine Eco geht langsam in Schwung. Cool. Ich baue aber gleich noch eins. Stark. Und ja, solange ich in Ruhe gelassen werde, entwickle ich mich langsam zu einer unaufhaltsamen Bestie. Das weiß ich doch, Flonte. Und haben wir ansonsten noch Reliquien? Das weiß ich leider nicht. Oh, was macht ihr Schiffe hier denn? Hier runter sollt ihr. Okay, ich habe gleich drei Reliquien. Und dann bin ich reich. Okay. Ah, shit. Okay, es wird langsam. Was machen die denn? Kämpft ihr schon bei euch? Ich kämpfe schon die ganze Zeit, ja. Der hat eine Burg halt hier. Die oh, der hat Kamelbogenschützen hier. Ja, ja, alles gut. Ruhig bleiben. Du, ich bin ruhig. Alles gut. Scoute mal ein bisschen unsere Map. Nützt jetzt Bogenschützen von mir noch was? Ja, ja. Noch okay. Immer. Gut. Dann gebe ich mal ein paar in Auftrag. Mach ganz in Ruhe. Du, ich mach wirklich ganz in Ruhe. Ich lass mich jetzt auch nicht irgendwie da irgendwie foppen. Das glaube ich dir. Ich brauche eine Universität. Weil das ist mir wichtig. Offensivscharf? Hier von Rot? Okay, jetzt bist auch du. Offensivscharf. Okay, läuft's? Ja, ja. Gut. Du, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ja, ja, ja. Einheiten werden gut bald. Ja, Einheiten, damit kann ich es nicht dienen. Ja, werden aber gut bald. Komm schon. An da. Hier oben. Wann hast du Einheiten? Ja. Also wann? Ah, hier kommen ein paar angedöckelt. Hier, die machen alles fertig. Ja, klar machen die das. Ist ja ganz gut. Klar machen die das fertig. Sie machen alles fertig, wenn sie, was die jetzt bauen.
Brauch auch hier deine Bogenschützen mal hier. Einmal hier gleich. Wo? Hier. Jetzt geht. Oh, jetzt haben die natürlich da oben die Häuser nicht zu Ende gebaut. Und schön rausschießen, ja, aber. Und rauf. So. Ballistik ist entwickelt. Och, ein neues, mein Goldspot, ey. Was haben wir denn? Da oben ist nur Stein. Was ist das für eine Scheiße? Die haben alles Gold bei sich wieder mal. Okay. Bist du gleich mit deinem Bogenschützen hier bei mir in der Nähe? Hier oben? Ja, kann ich sein. Ja, okay. Leider gerade Supply Block, deswegen kommt nicht so viel nach. Aber das wird schon noch. So, ich geh mal ab. What? Moment. Ach, mir fehlt noch die Burg hier. Das kommt zu spät, mein Freund. Wo sind die denn? Ah, hier ist es. Wo wird gekämpft? Bei mir hier oben. Alles gut. So, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Mach mal das jetzt platt. Hier mit deinem Bogenschützen. Nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen. Bleiben, bleiben, bleiben. So, jetzt gehe ich mit dem Ram hier vor. Und einfach mit dem Bogenschützen jetzt auf die anderen Archer drücken. Die jetzt hier stehen. Einfach auf die Bösewichte. Ja, ja. Ja, ja. Einfach rauf. Okay, Bösewichte neutralisiert. Stark. Und weitermachen. Und aufpassen, dass du nicht so viel Burgfeuer auf dich ziehst. Die Burg ist gleich weg. Ich kann auch in deine Ramme rein, ne? Ja, kannst du. Aber jetzt ist... So, jetzt machen wir den Dorfbewohner noch kaputt. Oh, die reparieren. Oh, die reparieren. Ich kann den nicht anklicken. Doch, jetzt. Jetzt kommt. Jawohl. Nice. Jetzt kannst du weiter angreifen. Nirmata. Nirmata. Ich höre hier immer nur so krude Kampfgeräusche. Ich weiß nicht genau, was passiert. So sieht alles gut aus, Florentin. Ey, irgendwie, wer ist Imperialzeit? Er und ich. Okay. Oh, wo wird er gekämpft? Was? Hier oben! Wird gekämpft auch.
Salmonello hier die ganze Zeit. Ach, da oben gehen die Lafuse, so gehen die da lang. Mein Mönch kümmert sich hier um deine Leute. Ja, okay. Läuft doch. Okay. Marco, geh. Okay. Ist doch in Ordnung. Ruhig bleiben. Ich bin ruhig. Alles gut. Ich habe unfassbar viel Gold, auch weil ich so viele Reliquien habe. Sehr gut. Ach, da oben wollten wir das Ding bauen. So, die Frage ist, wo soll ich meine Burg bauen? Defensiv oben im Norden? Ich würde gerne mal einfach ein bisschen Hilfe hier vorne haben. Und gerne auch dort die Burg dann platzieren. Ja, gerne. Einfach zu deiner Burg dazu, oder was? Ja, kurz dahinter so. Dahinter oder hier vielleicht drunter? Kannst du was drunter bauen? Hier. Ja, da musst du halt aufpassen, dass du das Ding hochkriegst. Ja, ja. Wie oft klappt's? Okay. Ja. Ja? Oh ja, sehr gerne. Warte mal ganz kurz Pause. Für die Live-Zuschauer müssen wir leider jetzt schon in den verfrühten Weihnachtsurlaub gehen. Das heißt aber nicht, dass die VOD-Zuschauer nicht das Spiel zu Ende sehen. Also wir zeichnen jetzt hier noch kurz weiter auf. Das ist die letzte Live-Sendung von RBTV für dieses Jahr, wenn ich richtig liege. Ich glaube schon. Und damit wünschen wir allen ein besinnliches Fest. Ja, frohe Weihnachten, ja. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Natürlich auch von Mara und Donny, die an der Stelle hier auch herzlich gegrüßt sind. Ja. Und 2019 wird unser Jahr, wird das Jahr von Rage of Empires, wird fantastisch. Budapest wird über allem stehen. Ja, wir haben viele Dinge vorbereitet und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ansonsten haut rein, wie du feiert lügen schön. Kannst. Mach's gut, überhaupt nicht. Seit Wochen habe ich was Cooles vorbereitet. Oh, stimmt. Für Marco und Donny. Und stimmt. Die sind nie zusammen da, weil immer einer, ich habe irgendwie Live-Auftritt und ich bin krank und ich bin tot und so. Und das kommt auf jeden Fall noch. Darauf okay, ich freue mich. Ansonsten, macht's gut, frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zurück bei Rage of Empires. Wir sind gerade mit dem Spiel gegen zwei Community-Teilnehmer, gegen The Chosen One und Nike, und wir steigen gleich wieder ein. Auf geht's. Los geht's. Ready? Dann machen wir gleich weiter. Wir sind mitten im Kampf. Einer sagt ja, go, yes. Go, go, und auf geht's. Alles klar. Okay, also ich habe jetzt meine Bogenschützen hier am Start. Perfekt. Und meine Burg wird gebaut. Boah, ich brauche Food. Hast du Food? Hast du wirklich? Oh, nice. Das reicht fast komplett. So. So, jetzt kommt die stärkste Einheit im Spiel gleich. Und dann sollte der Sack auch langsam mal zugehen hier. Missionare. Was ist dein Ernst? Das ist eine gute Einheit. Wo? Missionare. In der Standzeit waren sie mal bestimmt ganz nah. Und geh mal hoch in die nächste Zeit. Das ist gleich durch. Ja, erst soll ich dir meine Nahrung ist schicken. GG. Das haben wir wirklich. GG. Oh Mann. Okay. Also dieser kleine Bonus-Content für die VOD-Zuschauer. Das hat sich doch gelohnt, 18 Stunden auf den Upload zu warten. Ich wollte doch gerade sagen, so, oh nee, noch nicht aufgeben, dass wir noch ein bisschen spielen. Aber ja, so gesehen ist es durch. Ja. Was? Nein! Ach Mist! Ja gut, okay. Also, ich würde sagen, diesen Sieg hat zu 99,4% Marco getragen. Du hast das sehr gut gemacht. Dankeschön. Fantastisch gemacht. Klar, jetzt wäre ich natürlich noch gekommen, ja. Hinten raus, mit den gefürchteten Äthiopiern. Aber ansonsten
Auch nochmal an die VOD-Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und ansonsten auch ihr, auch euch wünschen wir ein frohes Fest. Ja. Und einen fantastischen Rutsch. Schaut einfach nochmal alle Folgen Rage of Empires an. Ja, auch eine Runde mit davor. 12 Folgen, der lange alle Weg, Folgen. Der lange, schmerzhafte Weg, steinige Weg von euch beiden, ja. Mich zu besiegen. Schaut nochmal die Highlights, ja. Ja. Der erste Sieg von Flonny, wie Marco verarscht wurde. Ja, das wie war, ich wie, euch 12 wie, Folgen lang vorgeführt habe. Wie Mara und ich Marco endlich besiegt auf haben. Auf Wasser, das ja, waren alles. Ach, das war auch alles dieses Jahr, das ne? Das war alles dieses Jahr. Das war das Jahr von Rage of Empires. Was kann denn nächstes Jahr noch kommen? Das muss ja... Oh. Also ich, tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, ich wünsche mir für nächstes Jahr... Ja, das wird mich Donny besiegt Marco. Im 1 gegen 1? Ich meine, klar, Donny spielt gerade mehr als du. Ja, 10-mal mehr, ja. Und klar, natürlich bist du ihm einiges voraus, aber... Es ist einfach eine Frage der Zeit. Wenn meinst er du mehr wirklich, spielt dass das, als oh, du, könnte das, sag mal so in einem halben Jahr. Ich glaube wirklich, also ich habe ja auch schon mehrmals gesagt, dass Donny auch in 2 gegen 1 oft schon alleine so gut gespielt hat, dass er mich alleine schon fertig gemacht hat. Mhm. Bei mir war natürlich im Kopf immer so, ich muss gegen 2 spielen. Ja, das ist ja. Natürlich eine andere Situation, wenn man nur gegen eine Person spielt. Ich glaube, das ist dieses Aber er ist gut. Jahr er ist gut geworden, muss man auch sagen. Aber du bist auch nicht schlecht. Ich würde mir wünschen, für 2019 ja. Ja. Sowohl Donny als auch Florentin Will den Versuch zu starten, mich im 1 gegen 1 zu besiegen. 2 gegen 1 sind wir uns einig, seid ihr sehr, sehr gut vorangeschritten. Ja. Habt eine unfassbare Laufbahn hinter euch. Auch im letzten Jahr noch mal einen Riesenschritt gemacht. Und das ist fast für mich jetzt unmöglich. Ja, ich weiß noch nicht mal, selbst wenn ich in Form wäre, ob ich euch schaffe. Aber ich wünsche mir, dass ihr mich im 1 gegen 1 besiegt. Mara auch so weit zu bekommen, dass sie euch locker 1 gegen 1 besiegt. Ja. Das auch wir haben viel vor. Viel kann passieren. Wir haben noch mal die Profis im Haus. Ja. Da wird sich auch noch mal viel ergeben. Ansonsten, Marco, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dass du reingekommen bist heute für diese letzte Folge. 15. Februar, nicht vergessen. Wie gesagt, schreibt es euch im Kalender. Vom 11. Bis zum 15., bis zum 17. Februar läuft der NAC Neelys Apartment Cup. Großartig. Unbedingt ansehen. Und natürlich am 15. dann das große actiongeladene Spektakel hier bei Rocket Beans TV. Mit Rage of Empires Spezial. Viel Spaß mit der Rocket Beans Weihnachtsfeier. Wünscht euch Marco Giesel und du kommst vier Liter Eierlikör. Ich freue mich auf es gibt den wieder, es gibt wieder Haselnuss-Schnaps. Ich bin leicht verschnupft. Ich bin, glaube ich, eine Stunde da und bin dann... Alles klar. Ganz haut rein, gut. Macht's gut, frohes Fest und frohes neues und Jahr. Und danke dir, Florentin, fürs dabei sein für dieses wunderschöne Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.